Was mir auffiel von dem, was Sie gesagt haben, sind zwei Dinge, die auch heute Morgen erwähnt wurden. In der Moderation eines der Panels, das ist das Thema, sich kennenzulernen über Bildung, über Geisteswissenschaften. Vielleicht kann ich, Maria, mich Ihnen zuwenden und Sie fragen, wie können wir die Bildungsthemen nach vorne bringen? Das ist doch eine große Frage. Vielleicht können wir die Bürger einbeziehen, damit wir uns besser kennenlernen. Danke für die Frage. Ich glaube, was wir hier den ganzen Tag über tun, ist eine Übung in Demokratie. Und ich möchte das Wort Demokratie aufgreifen. Davon sprechen wir ja. Wir sprechen über Kultur schon, zweifellos, aber versuchen festzustellen, wie die Kultur helfen kann bei der Integration der Europäischen Union und beitragen kann zur Erklärung des Gefühls der Bürger, dieser europäischen Bürger. Wie können die sich als Europäer fühlen? Ich meine, die Frage geht darum. Sie geht um Vertrauen, Verlässlichkeit, um Kenntnisse übereinander. Es geht um Glaube an die Zukunft. Es geht um menschliche Emotionen und das Erfordernis des Zusammengehörigkeitsgefühls. Und ich meine, wir brauchen all das. Wir brauchen all diese Fähigkeiten und Eigenschaften. Wir versuchen uns mit der Kultur in Verbindung zu setzen, um uns zu helfen, das zu erreichen. Die Kultur, meiner Meinung nach, ist das perfekte Werkzeug. Die Kultur befasst sich mit Ideen, mit Kreativität und arbeitet auf gemeinsamer Basis. Und sie geht um Gefühle. Darum geht es bei Kultur. Und deswegen sind wir hier zusammen heute und in den früheren Jahren, um festzustellen, wie wir zusammenarbeiten können, Politiker, Kulturarbeiter, um unsere Demokratie zu bereichern. Ich bin fest überzeugt, dass angesichts der Globalisierung und der neuen Technik diese Einfluss haben und diese die Art und Weise verändert haben, wie Bürger sich beteiligen an Politik und Demokratie. Was ich wahrlich glaube, ist, dass die Welt der Kultur und die Welt der Politik, wir zusammenarbeiten müssen, um in der Lage zu sein, dieses Narrativ zu schaffen. Im Moment, glaube ich nicht, können wir das so beschreiben. Das friedliche Europa ist nicht ausreichend. Natürlich geht es darum auch, aber wir brauchen etwas mehr. Wenn ich mit meinen Kindern, mit meinen Enkeln darüber spreche, dann schauen die mich an, wie, wovon sprichst du denn? Wir haben Frieden, wir haben Demokratie. Wir sind ohne Krieg geboren, wir sind europäische Bürger. Glücklicherweise gibt es Erasmus und sie reisen, sie studieren überall in Europa. Es bedarf dieses neuen Narrativs. Jacques Delors hat das einen Augenblick mal gesagt, wir brauchen die Substanz Europas. Wir müssen uns entscheiden, warum wir zusammen sein wollen, warum wir zusammen bleiben wollen. Das ist von großer Wichtigkeit. Einige meiner Vorredner haben dazu Überlegungen geäußert zum Fortschritt. Wir können nicht nur Wirtschaft diskutieren, ohne gleichzeitig soziale Fragen zu bedenken. Dann würde das nicht funktionieren. Lassen Sie mich zusätzlich sagen, sprechen Sie nicht nur über Wirtschaft und in einem Korb und soziale Fragen, individuelle Fragen. Gut, die sind alle miteinander verwoben, zugegeben. Ich würde vorschlagen, dass, um besser mit der Europäischen Kommission zusammenzuarbeiten, vor dem Hintergrund, dass Kultur berücksichtigt werden muss, wenn wir Europäische Union diskutieren, wenn wir Wirtschaft und Soziales diskutieren. Herzlichen Dank, das ist eine zentrale Aussage und fasst nett zusammen, fasst präzise zusammen, was das meint. Kultur ist nicht the icing on the cake. Es ist nicht ein Zusatz. Nein, wir müssen
sonst das Rezept ändern. Es ist nicht ein Zusatz, es ist ein Kernbestandteil. Dann würde ich mich gerne Dujardin zuwenden. Vielleicht können Sie uns helfen, das Rezept zu verändern, Paul. Oder uns praktische Beispiele geben dafür, wie wir das konkretisieren können, das Kulturprojekt Europa, die Qualitäten, die Emotionen, die vielleicht fehlen, die bereits angesprochen wurden eben. Als Koordinator meines Kulturkomitees, meines des Ausschusses, ich habe hier Mitglieder auch noch, ich muss sagen, wir waren auf der anderen Straßenseite am Samstag und Doris Back hat sich die Ehre gegeben, zu einer Debatte zu kommen und das war interessant. Doris saß neben mir beim Essen für Olafsson Sudjo und Doris sagte, vielleicht ist das zu elitär. Ich schaue mir Ihre Körpersprache jetzt an, das stimmt schon. Es war die Debatte, ich meine mal, der Diskurs mit dem Präsidenten der Kommission. Meine Erfahrung war, es war nicht einfach. Die letzten zwei Jahre sind viele Wissenschaftler und Intellektuelle um ihn gewesen. Delors hat auch schon so eine Versammlung gehabt und das ist als ein Hof begriffen worden, wissen Sie? Delors machte das anders und Barroso macht das anders. Es gibt eine gewisse Kontinuität, aber das Parlament hat einen Entscheid gefällt zur Unterstützung. Der Kulturausschuss hat das nicht übernommen, es war eine Entscheidung des Parlaments. Der Ausschuss hat sich das nicht zu eigen gemacht. Es ist die Entscheidung, mit A Soul for Europe voranzugehen, dass Intellektuelle dies leisten. In der Debatte heute Morgen war es so schwierig für einige der Schriftsteller, sich zu äußern. Politiker sind Professionelle, sie sind Profis im Geschichtenerzählen, die erzählen ihre Geschichten. Schulz sagte, man muss Schriftsteller sein. Und er sagte, er hat ein Buch im Leben geschrieben. Jeder hat einen professionellen Ansatz irgendwie. Es ist mir eine große Ehre, dass ich Ausdruck geben kann dieser Künstler, dessen, was sie denken. Ich bin nicht Mitglied des Ausschusses, ich bin Koordinator. Ich bin nicht als die Plattform, als Bozar, sondern für diese bescheidene Brücke zum Künstler, was sehr traurig ist. Abgesehen von der fehlenden Interdisziplinarität, was Maria sagte, die so stark ist bei der Welt der Kunst heute. Die arbeiten sehr interdisziplinär in den letzten 20, 30 Jahren zwischen den Malerei, Musik, Film, die Künstler reden miteinander alle, wie Doris Back richtig sagte. Wir haben so eine wichtige Arbeit geleistet und ich bin mit ihr völlig einer Meinung. Ich habe viel Verständnis, viel Sympathie dafür. Es ist wunderbar, was erreicht wurde, aber es gibt noch so viel, was wir tun können. Letzte Woche sagte Doris zu mir, es geht nicht nur um den Kulturausschuss im EP, es geht um Forschung und Entwicklung, es geht um E-Learning, Bildung. Es gibt Handel, die Partnerschaftsverträge, jeder Kommissar kann sich viel stärker beteiligen, auch die Außenpolitik, um mit der Russischen Föderation in Sachen Kultur zusammenzuarbeiten. 2010 war ich beim Gipfel in Tripolis und ich bin sicher, hätten wir damals die Berliner Konferenz im Dezember gehabt, wobei alle das besprechen, was in Ägypten passiert. Nicht Georgien, da hätte später jemand Syrien angesprochen, Solidarität mit Syrien. Die Künstler kamen nach Brüssel. Mit Wilfried Martens war ich mehrfach in Kairo. Mit Frau Hofstadter, mit Barroso war ich in Kairo. Wir haben so viele Reisen unternommen, aber jeder Penny, jeder Euro ging an Ägypten, um kulturell Bildung und im Bereich Wissenschaft zu arbeiten. Auch diplomatisch ist das aufgepeppt worden. Die warteten. Ich erinnere mich, beim ägyptischen Außenministerium war der Kulturzuständige da, er wartete auf eine neue Vereinigung. Wir haben das nach dem Gipfel verfasst, ein
Paragraph in der Satzung ging um die Zusammenarbeit mit Ägypten. 250.000 Leute studieren an der Uni Kairo. Was brauchen sie? Ein Visum, um in Europa studieren zu können, um hier forschen zu können in Europa, an unseren Hochschulen. Nicht, wir sollten nicht unsere Grenzen schließen. Herr Schulz sagte das. Wir brauchen eine Möglichkeit, dass Sie rein und rauskommen können von Ihrer Uni in Alexandra oder in Kairo. Ich komme zurück, ich bin heute sehr traurig. Ich bin nicht wütend, aber irgendwie traurig. Vor 10 Jahren war Soul for Europe für mich Referenz. Ich hörte davon. Schulz sagte das. Ich bezog meine Zitate immer auf Wim Wenders. Ich war sehr traurig, wie er auf der Bühne heute rüberkam. Es tut mir leid, dass er nicht mehr hier ist. Er war der wichtigste Künstler hier, der nicht glücklich war. Und er hat das gezeigt, dass er unzufrieden war. Er war total frustriert. Aber es war die beste Konferenz vor 10 Jahren bei Soul for Europe. Heute hat er den Saal verlassen. Das ist etwas, wovon wir eine Folge ziehen müssen. Er ist ein Dekorationsobjekt, wie Frau Vassiliou, die sagt, ich habe eine große Idee. Ich hätte gerne einen europäischen Pavillon in Venedig nächstes Jahr. Sie werden sich erinnern, Niederlande hatte die Präsidentschaft. Da gab es ein Zirkuszent auf dem Schumannplatz über die Bilder Europas, die Geschichte Europas, das Narrativ. Gestern wurde gesagt, wir brauchen keine neuen Narrative. Tut mir leid, als Koordinator, die Idee neue Narrative war vielleicht nicht erforderlich. Von unten nach oben ist eine richtige Erklärung. Narrativ ist das, was die Leute hier um den Tisch sagen können. Das gibt es von Parlamentsmitgliedern, von Abgeordneten, die schon gesprochen haben. Sie sprachen über ihre Erfahrungen mit dem Kriege zum Beispiel. Es ist wichtig. Es ist wichtig. Ich versuche zu sagen, wie wichtig es ist, diese Brücken zu bauen. Angesichts der Schwierigkeiten, mit Wissenschaftlern und Intellektuellen sich zu beteiligen, wie gesagt, in 10 Monaten haben wir versucht, das beste Format zu entwickeln, um einen Dialog zu eröffnen. Es ist ein Weg des Individualismus. Jeder Maler, jeder Filmemacher, jeder Künstler. Der beste Narrativ ist das, was Doris Pack sagte, es sind die eigenen Filme. Die Filme von Wim Wenders sind die besten Narrative für Europa. Look at it, in what's going on. Ich glaube, die Künstler sind nicht genügend vertreten in diesen Debatten. Wenn Sie das jährlich veranstalten wollen, mit Mitgliedern des EP, in konstruktiver Weise, um Brücken zu bauen, brauchen wir deren Beteiligung. Und wir brauchen einen konstruktiven Dialog. Und wir sollten nicht diese Leute frustrieren, die bereit sind, auf Europa aufzubauen. Und Wim Wenders ist einer dieser sehr positiven Mitglieder. Seine Filme sind absolut fantastisch. Ja, wir verstehen Sie, den Ruf nach den Kunststaffeln, aber wir sehen, dass Volker Hassemer hier gerne etwas sagen möchte, etwas beitragen möchte. Also bitte, Herr Hassemer, sagen Sie, was Sie sagen möchten. Ich finde, Sie haben natürlich ja da ein Stichwort gegeben, von dem ich wünschen würde, dass wir im Sinne, konkret zu werden, diskutieren. Und ich bin da mit Ihnen völlig einer Meinung. Wir müssen andere Wege des Dialogs finden, um konstruktiv zusammenzuarbeiten. Nebenbei, diese Konferenz, organisiert aus der Gesellschaft, hat bewusst nicht die kulturpolitischen Sprecher eingeladen, sondern die Generalverantwortlichen der Parteien. Und es ist ein großer Fortschritt, dass sie gekommen sind. Und ich beklage nicht, dass sie gegangen sind. Ich beklage auch nicht, dass Wenders gegangen ist. Schon in der Art der Gleichheit der Waffen, es sind auch bedeutende Künstler, die Zeit noch für anderes benötigen.
Und so wie ich respektiere mit großer Dankbarkeit, dass die heute Morgen alle da waren, alle vier. Wir haben hier organisiert die erste Elefantenrunde für die Europawahlen. Das hat heute Morgen hier stattgefunden. Dass die alle gekommen sind, sage ich mit großem Respekt. Und ich bitte dann, wenn das geht, der am stärksten zu engagieren ist für diesen Dialog, dass das bei ihm nicht als möglicherweise problematisch, aber da sind wir uns einig, sind wir zur Falle. Zum Thema Dialog will ich einfach jetzt für die weitere Diskussion einmal fragen. Es gibt die Situation heute und die große Arbeit, der große Fortschritt auch der Narratives gemacht hat, besteht darin, dass es Erklärungen gegenüber der Politik sind. Was ich unter Dialog verstehen würde, und das wurde auch generell in den Debatten bisher erklärt, ist nicht Erklärungen der Kultur gegenüber dem politischen Prozess, sondern Teilnahme des Kulturellen am politischen Prozess. Das ist schwierig, denn die sind nicht gewählt. Wir haben demokratische Systeme. Meine Frage ist allerdings, was wäre denn von einer Idee zu halten, dass in Brüssel, ähnlich wie die wichtigen Parlamentsveranstaltungen, auch zu großen Themen der jeweils aktuellen Politik Erörterungsveranstaltungen mit Intellektuellen und Künstlern gemacht werden, exakt zu den Themen, die gerade auf der hohen Politik verhandelt werden. Ohne die Chance, anschließend die Kulturleute abstimmen zu lassen, was gemacht wird, aber den Politikern den Zwang aufzuerlegen, Argumente aus dem Sektor der Kultur zu hören und sich mit ihnen auseinanderzusetzen, bevor sie ihre politischen Entscheidungen fällen. Was ist zu sagen gegen eine solche ernsthafte Form der Mitwirkung kultureller Äußerungen in den politischen Prozess in Brüssel hinein? I'd like to have Steve Austin. Ich möchte, dass Steve Austin etwas sagt und darauf antwortet. Aber ich habe gesagt, dass Paul, Sie wollten auch darauf antworten. Vielleicht ganz schnell zu Ihnen und dann Steve Austin. Ich stimme absolut zu dem, was Sie gesagt haben. Und das Schwierigste ist, wenn wir diese Plattform wirklich schaffen können, wie die Berliner Konferenz, und dass sie sich einbringen können. Was die meisten der Politikarbeit war, Günter Grass zum Beispiel in Brüssel in den 70er Jahren, es wurde vom Goethe-Institut gefördert. Es war also etwas in den 70ern, in den 80ern, es war ein politisches Engagement. Wenn man das wieder haben möchte, so ist die Gefahr, was ich denke in den letzten Jahren, in unserer praktischen Arbeit, war, dass jeder zu diesen Treffen kommt, als ein Künstler. Sie kommen nicht als Filmemacher, als Schriftsteller. Es muss eine Plattform für alle sein, für wirtschaftliche Interessen jeder der Disziplinen. Und es muss interdisziplinär sein, wo diese Intellektuellen einen Mehrwert beitragen können zu der Politik. Und heute Morgen war das aber auch so rübergekommen. Sie haben das so getan. Und deswegen sage ich, es ist möglich. Warum machen wir das nicht einfach? Warum setzen wir das nicht einfach um? Kein Problem, Volker Hasmer. Steve Austin. Viele Künstler haben so etwas Ähnliches schon mal gemacht, sehr lange. Vielleicht können Sie uns von Ihrer Erfahrung berichten bei dieser komplexen Synergie. Ja, es ist weniger komplex, als die Menschen vielleicht denken würden. Und ich stimme mit den beiden hier Vorrednern, Dujardin unter anderem auch zu. Das wäre ein permanentes Ziel, diese Träume, diese Beobachtungen zusammenzuführen. Aber machen Sie das von morgen an zu Hause. Fangen Sie damit zu Hause an und wir folgen nach. Man muss Europa zu Hause aufbauen. Was haben wir denn zu Hause? Wir haben
alle möglichen Kulturinstitutionen, immer noch überall in Europa. Und wenn man sich zum Beispiel auf die bildenden Künstler konzentriert, es gibt so viele Festivals, so viele Ballettgruppen. Sie haben alle Häuser und Theater, wo sie auftreten. Und sie haben auch Zuschauer, manchmal. Und diese Zuschauer scheinen immer noch sehr zahlreich zu sein. Sie kommen, weil sie das wollen. Es ist eine bestimmte Entscheidung, bewusste Entscheidung als Individuelle, als Personen. Sie wollen zahlen dafür und sie wollen diese Erfahrung haben. Es ist eine Erfahrung, die sie nicht im Supermarkt kaufen können. Es ist etwas anderes. Und sie müssen es schlucken, sie müssen darunter leiden und sie können nicht, sie können sich nicht beschweren. Und wie die Niederländer, der niederländische in Amsterdam, ein Kunstschaffender, die AEG ins Leben gerufen hat, um die Finanzierung des Nationalballetts zu stoppen, weil da nur Ausländer sind auf der Bühne und man für weniger Geld mehr Aufführungen der gleichen Qualität sonst wo kaufen kann, dann würde ich das sehen als eine Provokation, als eine Einladung für das nationale Balletthaus, eine Entscheidung zu treffen und zu sagen, sind wir immer noch ein Vertretungsorgan des Ruhms und des Staates der Niederlande oder sind wir irgendwo dazwischen Teil der Zivilgesellschaft? Ich habe den Eindruck, dass für viele Festivals das immer noch ein Schlüsselthema ist. Bei vielen Festivals gibt es immer weniger und weniger Steuergelder, aber sie haben auch immer weniger und weniger Beteiligung in den lokalen, regionalen Debatten mit den Bürgern. Mit anderen Worten, sie sind nicht die Animatoren der Demokratie zu Hause. Sie sind nicht Nichtregierungsorganisationen, wo lokale Künstler, lokale Intellektuelle und lokale Politiker zusammensitzen und nicht jeder teilnimmt an informellen Treffen zu wichtigen Themen um Umwelt zum Beispiel oder Gesundheitsversorgung von Kleinkindern. Warum nicht? Sie haben doch die Institutionen. Sie können ja auch eine E-Mail verschicken an die 20.000 Mitglieder des Systems. Sie können ja auch versuchen und herauszufinden, wer denn der Verantwortliche ist. Wissen Sie denn, wie viele Juristen, Rechtsanwälte es gibt und Menschen in den Immobilien es gibt? Haben Sie jemals gefragt, diese Debatte zu führen und einen Bezug herzustellen zu dieser künstlerischen Arbeit? Nein, haben Sie nicht. Ja, manche tun das. Aber ich würde sagen, folgen Sie deren Beispiel. Werden Sie zu einem Instrument. Tragen Sie etwas zu dieser Aufklärung bei. Es gibt ein Festival, das ist ein großes Tanzfestival in den Niederlanden, und es hat führende Politiker eingeladen zwischen zwei Sitzungen, die sie hatten. Und dort waren so viele junge Menschen, die gefragt haben, was ist das? Was heißt es, Politiker zu sein? Was sollten wir tun, um zu verstehen, was ihr macht? Es ist einfach nur ein kleines Beispiel erstmal. Es gibt auch ein Beispiel des Praktikumprogramms von Gulliver. Ursprünglich entstand es aus so einem Treffen mit Günter Grass, wo die Menschen, die dort waren, gesagt haben, okay, ich kann zum Beispiel auf meine Rechnung jemanden einladen für 3 Monate, einen Künstler aus einem anderen Land zum Beispiel. Und das war sehr erfolgreich, ein sehr erfolgreiches Lernprozess, auch in anderen Kulturen, anderen Ländern, wie man aktiv sein kann im kulturellen Feld. Es gibt auch das Beispiel von Happy House. Happy House wurde initiiert von einer führenden Zeitschrift in den Niederlanden. Es verlor immer wieder die Abonnementen. Sie haben Menschen
im Internet eingeladen, Aktivistengruppen etwas aufzuführen in Zusammenarbeit mit dem Nationalen Theater. Und sie haben herausgefunden, dass sie etwas gemeinsam haben. Und sie haben versucht herauszufinden, was die komplexen Probleme sind. Und zwar nicht mit einer einfachen Sprache, sondern in einer komplexen Sprache. Es boomt und es ist miteinander verflochten und so weiter und so fort. Also bevor wir uns die Frage stellen, wie ein Kultursektor wieder repräsentiert werden kann, müssen Sie sich klar werden, dass Sie niemanden repräsentieren, wenn Sie nicht mit ihnen reden. Also fangen Sie zu Hause damit an. Und wenn Sie bereit sind, Sie zu vertreten, ohne einen Dialog, der die Kunst in den Fokus rückt, so wird diese Debatte überholt und Sie verlieren den Kontakt mit den Bürgern und die europäischen Bürger. Das ist doch die Zielgruppe unserer Bemühungen. Die Beispiele und die Möglichkeiten, die du erwähnst, bringen mich zu Beral. Beral, du kommst aus Istanbul, ein anderer Hintergrund, andere Probleme. Glaubst du, dass diese Art von Dialog zwischen Kultur und Politik, der bei euch sicher noch mal sehr viel komplizierter ist, als wir es uns hier vorstellen, ist das ein Weg, um in der Tat eine Gemeinsamkeit zu schaffen, die aus den Problemen heraushelfen kann? Und ist es eine Möglichkeit, in der Kooperation mit uns, mit allen, die einen ähnlichen Weg zu gehen versuchen, ist diese Kooperation etwas, was ihr braucht und wo wir sehr viel aktiver, wie es heute auch einige Male schon gesagt wurde, uns vielleicht auch nicht nur in Istanbul, aber auch in Istanbul engagieren müssten, um diesen Dialog mit der Politik zu schaffen? Thank you, Nele. Vielen Dank, Nele. Vielen Dank, dass Sie mich eingeladen haben zu diesem sehr wichtigen Treffen, zu dieser Schlüsselkonferenz. Wir alle wissen, dass die Türkei derzeit eine sehr kritische Periode durchmacht. Die Demokratie muss funktionieren. Ich hoffe, dass wir diesmal erfolgreich sein werden. Ich habe meine Hoffnungen, weil mit dem deutschen Sprichwort Gott sei Dank ist es so, dass die zivile Gesellschaft die antidemokratische Handlungen und die Politik der Regierung abzuwehren versucht. Und Sie haben ja auch im Gezi-Park gesehen, wir haben gesehen, dass es soziale und politische Kultur gibt in der Türkei. Es ist alles demokratisch. Wir haben drei Dimensionen. Es war sehr effizient. Wir haben dem Ausdruck verliehen, die Visionen, die Wünsche der Zivilgesellschaft. Und die Rolle von Kultur in der Türkei mit allen Ausdrucksformen ist sehr wichtig derzeit. Und derzeit wird es auch sehr stark gefördert und entwickelt durch die Macht der Zivilgesellschaft. Bevölkerung durch Investitionen, künstlerische Initiativen und durch das freie Denken, das freie kritische Denken von kulturellen Experten. Wir wissen, dass seit Anfang der 90er die europäischen Fans sehr erfolgreiche Projekte in der Türkei begonnen haben. Nicht nur in der Türkei, sondern auch mit der Türkei zusammen. Wir konnten Projekte machen mit unseren Nachbarn zusammen, die, mit denen wir vorher im Kalten Krieg niemals kommuniziert haben. Zum Beispiel Armenien, Aserbaidschan, Georgien und sogar mit dem Nahen Osten. Zum Beispiel, Sie sprachen über die Krisenherde in Sarajevo. Im Jahr 2006 habe ich gespendet in den Südkaukasus und habe türkische Künstler unterstützt
für ein zukünftiges Museum und wir hoffen, dass es in der Zukunft gegründet wird und zum ersten Mal. Und es war auch ein ägyptischer Künstler war in Sarajevo, aber es ging durch die Türkei und ich möchte sagen, es war mit dem Geld, das aus Istanbul kam, aus der Gemeinde und von der Prinz-Klaus-Stiftung. Es war eine Zusammenarbeit. Ich glaube, dass diese Art der Partnerschaft, der Projekte, der Kommunikation und jegliche Art von Kulturinvestitionen, die aus der EU kommen, sollten weitergeführt werden. Und wir sollten hier eine Zusammenarbeit haben mit der Zivilgesellschaft, noch viel mehr, noch viel entschlossener. Was können wir tun, was sollten wir tun, ist zum Beispiel weitermachen mit allen diesen Fonds, mit diesen Stiftungen, diese Projekte zu fördern, aber diese Fonds sollten nicht über offizielle Wege gehen, über offizielle Kanäle, sondern also nicht durch die Vermittlung der bürokratischen Kanäle, sondern durch die Zivilgesellschaft, Institutionen der Zivilgesellschaft. Und ich denke, dass die Anwendung dieser Fonds noch erleichtert werden sollten. Es sollte intensiviert werden, nämlich die Zusammenarbeit, die Partnerschaft zwischen den Intellektuellen. Ich freue mich sehr, dass ich sagen kann, dass wir diese Konferenz in der Türkei ausrichten konnten. Ich denke, schon zweimal, oder? Ich kann mich nicht mehr so genau daran erinnern. Wir haben auch die Ergebnisse dieser Konferenz veröffentlicht und diese Veröffentlichungen wurden verteilt. Und das sind auch Möglichkeiten. Die Investitionen sollten auch getätigt werden, auch in Künstler, in Kultur mit sozialpolitischem Inhalt. Das ist sehr wichtig derzeit. Zum Beispiel ein anderes Modell, das gerade stattfindet, das ist eines der erfolgreichsten, das ist Berlin, Istanbul, die Stipendien. Es gibt hier Stipendien seit den 80ern, wie wir alle wissen, und mehr als 100 Künstler waren in Istanbul. Sie haben dort gelebt, sie haben dort gearbeitet, sie haben dort Projekte umgesetzt. Dieses Modell kann in jedem anderen Land, in jeder anderen Stadt angewendet werden in der EU. Und die andere Möglichkeit ist die regionale Biennale zum Beispiel, was wir in Anatolien umsetzen, zum Beispiel in Sinop, in Mardin, in Çanakkale, in Antakya. Das ist sehr wichtig, wenn diese Biennale unterstützt wird, nicht nur finanziell unterstützt wird, sondern zum Beispiel durch Konferenzen, durch verschiedene Programme oder Veröffentlichungen, alle möglichen Programme, wird es einen Einfluss haben auf die weiter entfernten Zivilgesellschaften. Es wird ihnen die Vision vermitteln, damit sie kritisch darüber nachdenken können. Das nächste, ich möchte die Möglichkeit ergreifen und ankündigen, dass wir die nächste regionale Biennale in der Türkei haben werden. Es findet statt in Çanakkale. Das ist, Sie wissen ja, es sind die Dardanellen. Und in diesem Jahr gedenken wir dem 100-jährigen Ausbruch des Ersten Weltkrieges und deswegen werden wir uns konzentrieren darauf, was passiert ist nach 1914. Weil es ein Schlüsseldatum ist für die Türkei, für die Region. Und wenn wir darüber nachdenken, im Jahr 1914, ich möchte hier zum Beispiel meine Großeltern, die von der Krim kamen und aus dem Kaukasus 1914, sie mussten umziehen nach Anatolien in dieses Gebiet. Wegen des Krieges. Und deswegen konzentrieren wir uns in Çanakkale bei der Biennale, wollen wir uns konzentrieren auf den Ersten Weltkrieg und was danach passiert ist. Der Titel ist natürlich auch entscheidend. Ich möchte den hier aufführen. Und das ist ein Zitat von Plato. Nur die Toten sehen das Ende des Krieges. Vielen Dank.
Thank you very much. And vielen Dank. Vielleicht könnten wir jetzt nun zum Ende kommen, dieses Teils. Wir haben jetzt ein neues Thema. Ich möchte Ihnen Rüdiger Kruse mich an Sie wenden. Sie ist Mitglied des Bundestages. Ich denke, Sie können hier auch etwas beitragen. Ich möchte Sie nicht drängen. Wir haben natürlich sehr viele Menschen, von denen wir etwas hören möchten, aber wir haben nur noch eine Stunde. Also versuchen Sie bitte, sich kurz zu fassen, so kurz wie möglich. Das wäre super. Das würde uns wirklich weiterbringen, damit wir alles abhaken können, was wir heute noch diskutieren können. Herr Kruse, vielen Dank. Ich finde es ja ganz lustig, dass Politiker sich auf in der EU oder auch anderswo, bevor sie Entscheidungen treffen, von Intellektuellen beraten lassen sollen. Das unterstreicht erstmal, dass man selbstverständlich Politiker für nicht intellektuell hält. Und zweitens sie für ein kulturelles Vakuum hält. Das ist mit Sicherheit ein großer Fehler, weil ist das Entscheidende oder sagen wir mal, die Entscheidung von Politikern werden im Wesentlichen von ihrem kulturellen und religiösen Hintergrund geprägt und von nichts anderem. Alle anderen Geschichten, ihre persönlichen wirtschaftlichen Verhältnisse, ihre eigene sexuelle Orientierung, der ganze Krempel, ist nicht so entscheidend wie das, was sie in ihrer Jugend und im späteren Leben kulturell erfahren haben. Das heißt, das ist immer schon mit dabei. Und es wäre auch ein Fehler zu sagen, weil das geht immer dann in diese Richtung von geistigen Eliten, die in irgendeiner Form die Führung übernehmen sollen. Das sind immer nette Versuche, die haben in der Historie immer grauenhafte Konsequenzen gezeigt. Das heißt, es ist schon besser, man wird von mittelmäßigen Politikern regiert, weil die sind Repräsentanten des Souveräns und dementsprechend repräsentieren sie dann auch das Mittelmaß. Mit dieser Mittelmäßigkeit kann man noch mal feststellen, es ist, glaube ich, für alle klar, dass Europa kein Finanzprojekt ist, sondern natürlich ist Europa ein Kulturprojekt und dieses Europa hat, insofern bin ich meiner Vorrednerin sehr dankbar, als Gründungsimpuls nicht den Zweiten, sondern den Ersten Weltkrieg. Die Fragestellung ist, ob Kultur eine europäische Aufgabe ist. Und wenn man jetzt mal auf eine kleinere Einheit schaut, als in der Bundesrepublik Deutschland ist zum ersten Mal ein Staatsminister für Kultur Ende der 90er Jahre benannt worden. Und der ist nicht aus großer Übereinstimmung benannt worden, sondern alle Bundesländer waren der Meinung, das sei dann eher ein Affront. Der dürfe sich gerne um das Auswärtige kümmern, ein bisschen um Berlin. Aber ansonsten ist Kultur Ländersache. Das hat sich über die letzten Jahre nur geändert, weil sich die Rahmenbedingungen für die Länder und Kommunen verschlechtert haben, was nämlich die Finanzierung angeht. Das heißt, in der Sekunde, wo man gemerkt hat, und das wird in der Zukunft auch noch stärker werden, durch die Schuldenbremse, die wir im Grundgesetz haben, dass Geld nicht mehr unbegrenzt zur Verfügung steht, ist man dann bereit, auch Geld von anderen Leuten zu nehmen. Und das bedeutet, wenn man es aufs Europäische überträgt, dass wir einen Weg finden müssen, dass wir ein Europa der Region bleiben und dass nicht Europa Normierungsversuche macht im Kulturbereich, sondern dass Europa nur anstiftet und ermöglicht. Und eine der besten Möglichkeiten, die man hat, ist, dass man Projekte schafft, wo diese europäische Kultur sich austauschen kann. Das heißt, wenn ich nicht dorthin reise, dass sie dann eben zu mir kommt. Da sind wir bei den Festivals, da sind wir bei Ihrem Beispiel, Frau Pack, mit den Filmen. Da sind wir bei den Möglichkeiten der Produktionsförderung. Das ist etwas, was Sie im Maßstab immer, viele Dinge scheitern daran, dass gute Produktionen werden in anderen Ländern nicht gesehen, weil einfach die Reisekosten nicht da sind. Joe Lyon hatte das letztendlich auch erwähnt. Hier sind die Möglichkeiten größer. Was zum Beispiel Politik heute filtert ist, möchte ich auch mal an dieser Stelle sagen, wir reden über Geld. Ich frage immer meine Besuchergruppen im Bundestag, was glauben Sie, wie viel Geld der Bund für Kultur ausgibt? Die Schätzungen liegen zwischen 5% und 25%. Die Realität liegt bei 0,4. 0,4% von 300 Milliarden. Es ist aber so, dass gleichzeitig, wenn man fragt, in welchen Bereichen könnte man dann kürzen, der Kulturbereich immer gleich mit am Anfang genannt wird. Das heißt, das ist ein schwerwiegendes Problem. Es ist nicht so, es wäre ja noch leicht, wenn es nur die Politiker wären, die da irgendwie nicht das richtige Verständnis hätten, sondern wenn eins zu eins umgesetzt würde, dann wäre dieses Empfinden, im Zweifelsfall ist Kultur ein Luxusgut, das man wegstreichen kann, das Maßgebliche. Das heißt, wir müssen gegen eine Grundstimmung arbeiten. Und das ist ein Problem und ich glaube, Herr Austin hatte das gesagt, wenn sich, natürlich begreifen sich Theater und Produktionsstätten gerne als Nukleus gesellschaftlicher Entwicklung, aber dann müssen sie es auch in diese Landschaft hineinbringen. Und wenn sie das nicht tun, sondern irgendwo in einem Elfenbeinturm bleiben, dann sind sie nicht verhaftet im gesellschaftspolitischen Dialog und dann wird es auch nicht zünden.
Und es ist nicht, Gott sei Dank, ist es nicht Aufgabe von Politikern, Intendant zu spielen. Das wiederum wäre die umgedrehte Katastrophe. Sondern unsere Aufgabe ist es, diese Möglichkeiten zu erhöhen. Auf europäischer Ebene gesagt, muss man einfach sehen, da sehr wenig Geld in der Gesamtsumme für Kultur fließt und gleichzeitig kulturelle Produkte wesentlich günstiger zu haben sind als zum Beispiel militärische, sind natürlich die Steigerung der Förderungsmöglichkeiten einfacher. Mein Lieblingsvergleich ist immer so, Sie brauchen in Deutschland, das wird in Gesamteuropa nicht anders sein, brauchen Sie etwa 15.000 Euro, um einen Verschwendungsskandal im Bereich der Kultur zu inszenieren. Über die Mehrkosten der 58 Militärairbusse in Deutschland von 2,5 Millionen gab es nur einen Spiegelartikel. Danke. Schönen Dank. Das gibt uns vielleicht die Möglichkeit, noch mal auf andere Institutionen zu fragen, wie weit kann Kultur in dem breiteren Sinne, wie hier diskutiert, wirklich gemeinsam genutzt werden. Ich glaube, es gibt viele Kulturinitiativen, die nicht freiwillig in einem Elfenbeinturm leben, sondern einfach, weil sie einfach die notwendige Anerkennung, die notwendige Finanzierung nicht haben, wie hier es immer wieder gesagt wurde, ihren kleinen Turm nicht verlassen können, auch wenn sie es gerne täten. Ich denke, dass das auch noch mal sehr deutlich macht, dass wir einen Prozess brauchen, der immer wieder nachfragt, alles das, was gefordert wurde, wie geht es weiter, was passiert damit? Und die Idee, die unsere Initiative anbietet, jährlich eine Berliner Konferenz zu haben mit vielen Beteiligten, ist eine Möglichkeit zwischen sehr vielen, immer wieder nachzufragen, waren es nur schöne Worte oder wie Katrin heute früh gefragt hat, können wir wieder an die Tür klopfen. Und ich würde gerne Herrn Ischinger bitten, nochmal auch zu sagen, was ist für Sie die Möglichkeit, was kann eigentlich die Kultur in dem breitesten Sinne, wie sie hier jetzt diskutiert wird, tun, was Ihre Arbeit beflügelt, was Ihnen weiterhilft, auch Ihre Themen voranzutreiben und wie kommen wir dann gemeinsam wirklich einen Schritt voran? Nele, wir müssen etwas tun, dass das doch ein bisschen deutlich ist. Das macht, May I ask the people behind to stop to speak too loud? It's nice fresh air outside if you want to speak. Please let us listen to each other. Können wir bitte einander Hello, zuhören? All the people eating, drinking, all die, die da upstairs. Essen, Please trinken, bitte quiet. Draußen, bitte seien Sie ruhig. Ja, vielen Dank. Ich bin natürlich... Das brauche ich, glaube ich, nicht ausführlich darzulegen. Ich bin natürlich einer von denjenigen hier am Tisch, die nicht zu den Kulturschaffenden gehören. Aber ich habe ein immenses Interesse an dieser kulturellen Dimension, die wir hier diskutieren. Und ich will nur zwei Aspekte nennen, die mir für meine eher im Außenpolitischen liegende Arbeit wichtig erscheinen. Das eine Thema will ich mal als das Thema der Partizipation definieren. Das ist in verschiedener Weise hier schon zur Sprache gekommen. Ich meine damit die Sorge, dass wir möglicherweise, was das europäische Projekt angeht, eine ganze Generation oder ganze Generationen verlieren oder jedenfalls nicht mitzunehmen imstande sind oder imstande sein werden. Ich glaube, wir müssen sicherstellen, dass das, was wir in meinem Bereich, im kulturellen Bereich machen, dass es eben nicht ein Eliteprojekt bleibt, bei dem Überzeugte mit Überzeugten reden, sondern dass wir jüngere Leute mitnehmen. Dabei scheint mir ein Gedanke ganz verblüffend einfach und richtig. Der ist ja bei Lichte betrachtet auch nicht ganz neu. Er ist vorhin auch in verschiedener Weise angesprochen worden. Die Rolle der Städte und Gemeinden, also das Herunterbrechen von der transnationalen über die nationale und vielleicht auch regionale Ebene auf die Städte.
Es gibt in meinem Bereich in der Außenpolitik Überlegungen, ob es vielleicht so sein könnte, dass angesichts der Dysfunktionalitäten im Bereich der International und auch National Governance die Zukunft eher im Bereich der Self-Governance großer Megastädte liegt. Also die Rolle der Stadt sich möglicherweise ganz neu und ganz zentral definiert. Ich glaube, dass das auch ein Ansatzpunkt sein wird und sein muss, um über lokale Aktivitäten kultureller, aber auch politischer Art neue inspirative Elemente zu erzeugen. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt, der mir fast noch wichtiger erscheint, ist der Punkt, der hier auch schon angesprochen worden ist. Es ist sehr schwierig, nach einer solchen Diskussion überhaupt noch ein Thema zu finden, was ganz neu und ganz innovativ wäre. Der Punkt der Kommunikation. Ich will es mal in einem ganz konkreten Beispiel deutlich machen. Wir reden hier im Europäischen Parlament, im Deutschen Bundestag, in der Bundesregierung, im transatlantischen Verhältnis Tag und Nacht, und wir sind alle gegenseitig davon überzeugt, dass das ein tolles Projekt ist, über TTIP, nicht wahr, über das transatlantische Handels- und Investitionsabkommen. Während wir begeistert von dem Projekt darüber reden, haben wir wahrscheinlich die Chance schon verpasst, Mehrheiten dafür in unserer europäischen Bevölkerung zu gewinnen. Ich habe große Sorge, weil ich spüre, dass ganze große Teile der jüngeren Bevölkerung das Gefühl haben, hier wieder überrollt zu werden von einer Aktivität, an der sie nicht beteiligt sind, deren Ursprünge, Motivationen und so weiter sie nicht hinreichend gut kennen. Also, meine Damen und Herren, ich glaube, da ist viel, viel mehr Partizipation und Kommunikation erwartet von einer jüngeren Generation, gefordert, und darauf müssen wir antworten. Ich glaube, die Antwort, die muss natürlich auch in den klassischen Formen nationaler Kommunikationsstrategien erfolgen, aber ich glaube, sie muss auch versuchen, über die nationalen Grenzen hinaus zu führen. Und da will ich nur noch einen letzten Punkt anbringen, der mir in meiner Arbeit seit vielen Jahren immer wieder ins Auge springt. Das ist der Umstand, dass wir zwar gemeinsame europäische Politik, auch gemeinsame europäische Außen- oder Sicherheits-, ja sogar vielleicht Verteidigungspolitik schaffen wollen, dass es aber an einer ganz wesentlichen Voraussetzung dafür fehlt, nämlich an einer gemeinsamen öffentlichen Meinung oder an einer gemeinsamen veröffentlichten Mehrheitsmeinung, die es erlaubt, breitere Mehrheiten zu schaffen. Ich kann mich sehr genau erinnern, dass in den Jahren, Herr Buzek ist jetzt gerade da oben irgendwo, der wird sich auch daran erinnern, in den Jahren, als der Bosnienkrieg ausbrach, also jetzt sprechen wir vom Jahr 1993, etwa 92, 93, da wurden unsere französischen Nachbarn von französischen Korrespondenten in Belgrad über einen völlig anderen Krieg unterrichtet, als die deutsche Bevölkerung von deutschen Korrespondenten aus Kroatien. Es war halt so, dass die Franzosen in Belgrad und die Deutschen in Kroatien saßen. Ergo war es ungeheuer schwierig, hier auf einen gemeinsamen Nenner zu kommen. Das hat ja Jahre gedauert. Ein besonders krasses Beispiel für das Auseinanderklaffen der Kommunikationsstrategien, der Unterrichtung der öffentlichen Meinung erleben wir jetzt im Augenblick. Das geht zwar über die Grenzen der EU hinaus, aber ein krasses und anschauliches Beispiel, wenn Sie die Art und Weise betrachten, wie die russische öffentliche Meinung in diesen Tagen über das Vorgehen auf der Krim oder in der Ukraine kontrastieren zu der Art und Weise, wie unsere Medien, richtig oder nicht so richtig, in völlig anderer Weise darüber unterrichten. Also ich bin der Meinung, um den Punkt abzuschließen, dass es ein wichtiges europäisches Kulturprojekt bleibt, noch viel, viel mehr zu tun als das, was bisher getan worden ist. Es reicht halt nicht,
dass die Süddeutsche Zeitung eine Beilage hat, alle paar Wochen oder so, von der New York Times. Ja? Sondern wir brauchen mehr europäische Medienkultur. Wir Deutschen müssen mehr verstehen, warum man in Spanien oder in Griechenland anders denkt und umgekehrt. Und das bedarf viel, viel größerer kommunikativer, auch kulturell-politischer Anstrengungen über alle Mediengrenzen hinweg. Die Medien sind da, wir müssen sie nur nutzen. Schönen Dank. Ehe wir viele, viele Punkte darin sollten uns eigentlich etwas intensiver begleiten. Das ist jetzt wieder das Dilemma der rennenden Zeit. Es wurde jetzt mehrmals auch von Ihnen angesprochen, wir brauchen die Städte, wir brauchen die Mitarbeit der Regionen, der Städte. Wir haben mehrere Kulturstädte, wir haben am Tisch sitzen, wir haben mehrere Vertreter von Städten. Wir kommen, glaube ich, gleich auf diesen Punkt nochmal sehr ausführlich zurück, auch im Zusammenhang mit Europa von unten. Ich würde aber trotzdem gern, um diesen Punkt noch abzuschließen, Sie, Herr von Loringhoven, fragen, wie ist eine solche Idee eines Monitoring, eines gemeinsamen Prozesses auch für Außenpolitik wichtig? Wurde auch gerade angesprochen. Ist es etwas, wo Sie mit uns mitgehen können? Und können wir auch mit Ihrem Amt sozusagen in diesem Prozess weiterdenken? Ja, vielen Dank auch für die Einladung, an dieser hochspannenden Konferenz teilnehmen zu dürfen. Ich will zwei, drei Gedanken äußern. Das erste ist eine Art Vorbemerkung. Ich denke, die Finanzkrise, da ist vielleicht das Schlimmste vorbei, aber nicht bei der politischen Krise, die noch tiefer geht. Vertrauenskrise, Glaubwürdigkeitskrise der EU, die ja noch viel tiefere Wurzeln hat als die Finanzkrise selber. Um damit umzugehen, gibt es überhaupt keinen anderen Weg, als eben nicht nur über Europa als Elitprojekt zu gehen, sondern Europa auch vom Kopf auf die Füße zu stellen und Partizipation, Dialog mit Zivilgesellschaft, Kulturschaffenden zu fördern. Also ganz im Sinne von dem, was Sie vorhin gesagt haben, Debatten, politische Debatten auch mit Kulturschaffenden und selbstverständlich auch mit Vertretern der Zivilgesellschaft zu machen. Dann möchte ich einen Punkt aufgreifen, den der Staatsminister erwähnt hat, der Schutz der Grundwerte, der Werte in der Europäischen Union. Das ist ein Thema, was eine gewisse Merkwürdigkeit hat aus meiner Sicht, dass wir eigentlich strengere Maßstäbe an die Länder anlegen, die im Prozess des Beitrittes sich befinden, als an diejenigen, die dann schon Mitglied sind. Das haben wir in den letzten Jahren beobachten können und müssen und uns darüber Gedanken gemacht, wie geht man mit diesem Phänomen um, was eigentlich an Neues ist aus meiner Sicht. Wir haben dazu als Bundesregierung einen Vorschlag gemacht, wie man das Instrumentarium, wie Brüssel damit umgeht, vielleicht verbessern kann. Da wird im Moment in Brüssel drüber geredet, Kommission, Rat etc. Aber ich glaube, das ist ein Thema, wo wir wirklich gerade Kulturschaffende, Zivilgesellschaft unbedingt brauchen, um sich an einer solchen Debatte zu beteiligen, denn die Frage, wie fest ist die Demokratie oder wie fest ist die Rechtsstaatlichkeit eines Landes, das ist sehr schwer zu greifen mit juristischen Instrumenten oder Ähnlichem. Da geht es ja sozusagen um die Seele der Demokratie und nicht nur die formalen Aspekte. Ich glaube, es ist ein gutes Beispiel für das, was Sie gefordert haben, die Notwendigkeit der Beteiligung. Und der dritte Punkt ist, das kann ich kurz machen, weil es schon mehrfach erwähnt worden ist, das neue Narrativ. Die Frage ist, glaube ich, nicht so sehr, welche vielen neuen wichtigen Themen gibt es, sondern wie kann man die kommunizieren, vermitteln, Emotionen bewegen. Ich glaube, das ist das Schwierigste überhaupt und für Beamte jedenfalls, glaube ich, ganz besonders schwer zu bewerkstelligen. Da muss es eine solche Partizipation mit Kulturschaffenden und der Zivilgesellschaft geben. Und ich
bin ganz mit Ihrem Vorschlag einverstanden, so ein Monitoring in einer solchen Gemeinsamkeit durchzuführen. Da werden wir uns sicherlich sehr gerne dran beteiligen. Und einige der Themen, die dabei wichtig sind, habe ich genannt. Schönen Dank. Ich möchte jetzt ganz besonders Michael Svetkoy doch bitten. Er hat die schwierige Aufgabe, er kommt aus Moskau, er ist kultureller Vertreter, auch das im Zusammenhang mit dem Kulturministerium. Es geht um Kommunikation, es geht um Kooperation mit Zivilgesellschaft, es geht um wirklich Zusammenarbeit, auch über die europäischen Grenzen hinaus, aber natürlich auch mit unseren Nachbarn rundum. Was ist die Haltung, was ist die Antwort aus jemand, der viele, viele Jahre für Kulturpolitik gearbeitet hat und der eigentlich in diesem europäischen Prozess zu Hause ist? Thank you very much, my dear. Herzlichen Dank, meine liebe Frau Herzling. Liebe Nele, danke für Ihre Einladung. Und ich glaube, für mich ist das hochinteressant, mit Politikern und Künstlern zusammenzutreffen, immer wieder mal in Russland und in der Gemeinschaft unabhängiger Staaten. Machen wir etwas Ähnliches, aber die Diskussion hier war hochinteressant. Aber Politiker und Künstler haben höchst unterschiedliche Ziele und Ideen. Politiker wollen wieder gewählt werden. Künstler wollen unsterblich sein. Das ist was völlig anderes. Politiker sind manchmal auch unsterblich, okay? Aber Künstler werden nie gewählt. Und das gleiche Missverständnis oder nicht Missverständnis, die unterschiedliche Zielrichtung ergibt wunderbare Widersprüche zwischen Künstlern und Politikern. Nicht nur in Deutschland, nicht nur in der EU, nein. Auch in Russland, klar, natürlich. Und in allen Ländern schlechthin. Russische Künstler haben ab Mitte der 80er Jahre überall gearbeitet, weltweit. Im Metropolitan Art Museum sind 30% der Beschäftigten Russen. Gergiev hat im Ausland dirigiert. In vielen Ländern, vielleicht mehr heute als früher, aber praktisch gesehen 60% seiner Arbeit war im Ausland immer. Das gilt auch für die Berliner Oper, für die Bayerische Oper. Egal, die letzten 25 Jahre vielleicht einfach mehr als früher. Gab es mehr Beziehungen zwischen Europäischen Union und Russland. Es gibt eine enge Zusammenarbeit, einen Austausch. Wenn ich eine Inventur anführen müsste, das würde nie enden. Ich könnte so viele aufzählen. Paul, ich erinnere mich an Sie, Sie erinnern sich an mich. Es war ein wunderbares Festival in Basar vor einigen Jahren. Hauptproblem aus meiner Sicht ist, wir arbeiten natürlich mit Regierungen, klar. Beispielsweise jetzt, 6. Juni, hoffe ich, beginnt Sprache und Literatur zwischen Deutschland und Russland, diese kooperative, danke an Herrn Ebert, der sehr eng mit uns zusammenarbeitet. Als er noch in Moskau war, das auch der Fall natürlich. Gleichzeitig veranstalten wir das mit der Europäischen Union. Aber der Inhalt ist nicht identisch zwischen der EU und den russischen Stiftungen. Als Bürokrat, als Vertreter der europäischen Kulturzusammenarbeit möchte ich sagen, unsere Beziehung zu den europäischen Ländern, Europa, Russland ist Europa. Russische Kultur ist Teil der europäischen Kultur. Das ist vielleicht hier nicht allgemein anerkannt, aber vielleicht ist es auch eine überflüssige Aussage. Und deswegen haben wir mit der Europäischen Union immer eng zusammengearbeitet.
Interessant wird es auch sein, mit Kulturinstitutionen zusammenzuarbeiten, so wie die Allianzstiftung mit unserer Zivilgesellschaft zusammenarbeitet, mit dortigen Institutionen. Ich vertrete als stellvertretender Vorsitzender die Kulturföderationszusammenarbeit in den GUS-Staaten. Wir haben interessante Projekte mit einer Stiftung in der EU. Warum nicht? Das wäre interessant für uns, sowas zu veranstalten. Und zum Schluss, praktisch gesehen, haben wir in Russland 50% oder mehr an Privatunternehmen im Bereich Kultur. Ich spreche von Film, ich spreche von Fernsehen, ich spreche von Medienproduktion, von Verlagen, ich spreche von Zeitungen, ich spreche vom Theater, etc., etc. Und deswegen ist es für uns interessant, neue strukturelle Überlegungen anzustellen mit der europäischen Institution und ihren Institutionen. Wir haben eine jährliche Zusammenkunft zwischen der EU, also Brüssel genauer gesagt, mit der russischen Stiftung für Kultur. Wir erwarten kein Geld von Ihnen, das müssen Sie schon verstehen. Nein, wir erwarten eine echte gemeinsame Aktivität. Schauen Sie, Geld ist nicht das Problem. Wenn Sie ein gutes Projekt haben, dann können Sie das Geld auch einsammeln. Dann kriegen Sie das Geld zusammen. Deswegen ist für uns, ich bin da völlig offen für solche Zusammenarbeiten, wenn die Allianz ein gutes Projekt in der Pipeline hat für die kulturelle Zusammenarbeit mit Russland oder mit Staaten der GUS, dann sind wir bereit mitzumachen. Und das wäre etwas ganz Vernünftiges. Ich spreche jetzt nicht über die Ukraine. Die ukrainische Situation ist komplizierter, als Sie sich vorstellen. Meine Familie, Schwitkoi, ist, Schwitka heißen die Rettungswagen in der Ukraine. Das steht auf den Rettungswagen. Also für mich ist das jetzt kein Thema der Diskussion. Je mehr lernen wir zu verstehen und einander zu respektieren, wir sollten wirklich daran weiterarbeiten, an der Zusammenarbeit. Wir haben also noch 30 Minuten und ich sehe zwei wichtige Gruppen, die wir noch nicht angehört haben. Eine Gruppe sind Europa von unten auf, besonders diejenigen, die sich mit dem Projekt der europäischen Kulturhauptstädte beschäftigen. Und wir sehen auch Kulturinstitutionen, die eine wichtige Rolle spielen in dieser Beziehung zwischen der Bewegung von unten nach oben. Ich möchte also hier weitermachen bei diesen zwei Themen. Und wenn es möglich ist, möchte ich mit Steve Green beginnen. Er hat uns geholfen bei dieser Initiative mit den Städten und Regionen und hat Europa von Grund auf, von der Basis auf gestärkt. Er war auch mit der ECOG sehr involviert. Und er hat auch politische Erfahrung. Können Sie vielleicht hier etwas sagen zu der politischen Situation? Und jeder hat heute immer über die Bedeutung gesprochen, das an die Basis zurückzuführen. Das ist das Zweitwichtigste. Und dann können wir vielleicht weitermachen. Und ja, natürlich, wie Nele sagt, vielleicht können wir uns wirklich kurz fassen, damit wir sicherstellen können, dass jeder wirklich das sagen möchte, was er sagen möchte. Ja, kurz fassen. Meine kurze Antwort ist, es ist ein tolles Programm. Schluss. Doris sagte, als über das Programm sprach, das 95 begonnen hat, es gibt hier Parallelen, was auch gerade in der EU passiert. Es begann vor langer Zeit. Nun würden wir sagen, es ist ein traditionelles Künstlerfestival in einer traditionellen Kulturhauptstadt. Es hat sich dann entwickelt in drei parallelen Faktoren. In der Mitte der 80er
haben sehr wenige Leute gesagt, dass Kultur und Kreativität ist ein wichtiger Teil der Stadtplanung. Seitdem ist dieses Thema nun ein Boom-Thema und es gab sehr viele Bücher, sehr viele Doktordissertationen, Doktorarbeiten über Stadtplanung, Kultur und Kreativität. Das Thema selbst hat sich gewandelt, und zwar radikal. Zweitens, die Künstlerwelt hat sich gewandelt und wir alle haben dem auch beigetragen, weil wir nicht anerkannt haben, wie sehr die Kunst stattfindet in allen unseren Ländern und wie viel davon aus einem anderen Land kommt. Und wenn Sie das gesagt haben, jedes Timeout aus jeder Stadt, jeder Region in Europa, zum Beispiel DJs oder Oper oder irgendeine Art internationale Programme der Kunstwelt ist hervorragend. Es war so 85 und es ist auch so jetzt. Unsere Bürger sind also internationaler Kunst ausgesetzt, wenn sie das wollen. Und das ist etwas, wenn sie das wollen, wenn sie zum Beispiel einen DJ zuhören möchten, wenn sie zur Oper gehen möchten, dann können sie das tun. Ja, manchmal sind die Karten zu teuer. Manchmal hat die Kunstwelt diesen Fetisch, dass sie am Wochenende zum Beispiel nicht arbeiten, wenn die Leute frei haben. Oder sie arbeiten nur in Institutionen. Und die alten Menschen haben zum Beispiel Angst, in der Nacht dorthin zu fahren. Aber das Thema gibt es. Zugang zu Kultur. Ich frage mich immer, worüber reden die Leute? Ja, es kostet vielleicht 90 Pfund, in London ein Theater zu besuchen. Ja, das ist ein praktisches Problem. Aber es gibt diesen Zugang. Wenn ich will, dann finde ich das. Wir sollten es nicht ausblenden. Es gibt sehr viel Kunstaktivität. Es findet statt in unseren Städten. Es ist ein Riesenerfolg und es steigt und wächst und erleichtert das, was für mich die Grundlage ist der EU. Das ist die Kunstwelt und das ist einfach nur die Freizügigkeit der Menschen. Ich kam in diese Stadt in den 60ern, 66, an der anderen Seite des Brandenburger Tors. Und ich habe mich gewundert, warum schießen Sie auf Leute, die auf meine Seite kommen wollen? Das hat sich natürlich gewandelt. Das hat sich auch in Europa gewandelt. Der dritte Bereich ist das Programm selbst. Das hat sich gewandelt. Und das ist etwas, was viele Journalisten nicht gut finden. Ich muss sehr vorsichtig sein mit dem, was ich sage, denn wir haben hier Kandidaten bei den Zuhörern und ich darf hier nicht zu viel verraten. Ich schreibe in den Berichten, nur weil sie ein Riesenerbe hat, was physisch in Europa liegt, nicht Italien, Entschuldigung, es befindet sich physisch in Europa. Es wird sie im Wettbewerb nicht weit bringen. Was sie aber Punkte einbringen wird, ist das Ergebnis der Konferenz in Italien. Deswegen wollte ich eigentlich Italien sagen, und zwar letzten Dezember. Es gab niederländischen Redner, der hat gesagt, es ist, wie europäisch soll ihre Stadt denn sein? Das ist die Interpretation der Kriterien. Ja, wenn man natürlich die Förderung bekommt, wunderbar. Aber wonach man sucht, ist die Teilhabe. Es ist nicht der Kunstsektor, der sagt, das können wir machen, kommen Sie bitte und sehen sich das an. Nein, es ist die Stadt und das Engagement bei der Entstehung des Programms. Es ist die Teilhabe, von der viele Redner gesprochen haben. Wo sehe ich also das Programm? Und das ist also, wenn diese europäische Dimension verschwunden ist, dann vergessen Sie es. Ganz einfach. Es ist nur die einzige Rechtfertigung. Es gibt die irische Hauptstadt der Kultur und es gibt auch die italienische Hauptstadt der Kultur. Jede Stadt kann das machen auf europäischer Ebene. Wir brauchen diese europäische Dimension. Wo sehe ich denn, dass dieses Programm effizient war? Es sind nicht die professionellen Politiker, ja, wir brauchen sie, aber auch nicht die professionelle Kunstwelt, die brauchen wir, sondern die Städte. Und das ist etwas, jede Konferenz, auf der ich war, jeder sagt,
Niemand spricht das Offensichtliche an, worüber jeder denkt. Und ich habe heute nicht gehört, was aber grundlegend ist, das Europäische Parlament wird im Mai wieder gewählt und alle Umfragen zeigen, dass die Gruppen, die gewinnen werden, diejenigen werden, denen es egal ist und die nicht wählen gehen. Und diejenigen, die wählen gehen, sind es die, die man nicht haben will. Was ist mit der demokratischen Legitimation des Europäischen Parlaments? Es wird sehr schwierig sein, diese Hürde zu überwinden. Denn jeder, der nicht proeuropäisch ist, wird sagen, naja, nur 40% und 10% wollten die loswerden. Wenn Sie also hören wollen, was Sie machen können, ja, also zwischen jetzt und Mai muss man wählen gehen, dann im Mai. Es ist ja egal, welche Partei man wählen möchte von denen, die heute gesprochen haben. Der andere Aspekt ist im Hinblick auf das nächste Jahr, wenn Sie eine ähnliche Konferenz machen möchten, Europa hat sehr viele Kulturen. Sagen Sie bitte nicht, dass es 24 Amtssprachen hat. Es gibt hunderte von Sprachen. Zum Beispiel die baskische Sprache. Und in Bulgarien haben wir die kyrillische Schrift zum Beispiel. Wir haben die friesischen Sprachen. Vermischen Sie also bitte die offizielle Verwaltung, die offiziellen Ansprachen nicht mit dem zusammen, was es aber trotzdem in Europa gibt. Das andere ist, unsere Bürger sind viel, viel vielfältiger, als es hier in diesem Saal deutlich wird. Sie sind vielfältiger. Und wenn Sie weitermachen wollen mit der Seele für Europa, so möchte ich Sie bitten, hinauszugehen und vielleicht einen Sektor zu finden, der repräsentativ ist, sogar in dieser Stadt. Wir hatten 25% der Bevölkerung letztes Jahr, die kein europäisches Erbe haben. Und mit Kommunikation, wir werden ja im August das 100-jährige, den 100-jährigen, 100 Jahre seit Beginn des Ersten Weltkrieges gedenken. Niemand hat gesagt, dass die Wurzeln, der Ursprung sich gewandelt haben. Also, es wurde eine Mitteilung angekündigt, aber wo ist denn diese Mitteilung? Und ich finde, Soul for Europe war sehr erfolgreich in dem Bereich, bei dem Überwinden von zynischen Bemerkungen, von denen ich höre. Die Menschen wissen nicht, wie sie sprechen. Die Politiker wissen nicht, wie man zuhört. Und der Erfolg von A Soul for Europe ist genau darin. Es bringt Menschen zusammen aus der Welt der Kultur und aus der Politik. Und es sind nicht nur die jungen Menschen, denen es nicht gefällt, sondern auch den älteren Menschen. Vielen Dank. Thank you very much, Steve. Vielen Dank, Steve. Ich denke, es sind sehr gute Erinnerungsstatements, was unsere Konferenz sein könnte. Ich möchte nun zurückkehren zu dem Projekt der Hauptstädte der Kultur. Wir haben noch andere Vertreter hier am Tisch. Bitte halten Sie sich kurz, damit wir rechtzeitig zum Schluss kommen. Dieser Punkt der Bürgerbeteiligung, über die Steve sprach. Steve hat etwas gesprochen, hat mir Worte vom Mund genommen, dass man über etwas nicht spricht, was aber ganz eindeutig da ist. Es ist die europäische Treffen. Ich möchte etwas wieder aufgreifen, was Herr Ischinger sagte. Er sagte, ich bin kein Kulturschaffender. Was er meinte, er ist kein Kunstschaffender. Aber er schafft natürlich Kultur mit dem, was er macht, auch in diesem Raum. Und die Vorstellung, dass alle Bürger Kulturschaffende sind, ist der Kern des Projektes der Kulturhauptstadt, des Stadtprojekts. Wir sind ja Menschen, wir schaffen Kultur. Und Herr Austin sprach auch über die Idee, den Gedanken der Teilhabe. Wie schaffen wir hier eine neue Kommunikation? Was mich betrifft, und ich rede jetzt über Italien, im Süden von Italien ist es auch wirklich geografisch gesehen wirklich ganz unten. Der Vorschlag ist, dass das Narrativ,
von dem wir heute auch gehört haben, auch Intellektuelle, sehr oft haben wir das gehört, und auch elitär haben wir gehört. Das Narrativ muss, was mich angeht, Süditalien, muss niedergeschrieben werden von der Bevölkerung. Und es gibt Instrumente, wie man das erreichen kann. Und das müssen wir lernen, wenn wir wieder das Wort Zuhören aufgreifen. Demokratie kann nicht funktionieren, wenn es nur darum geht, alle 4 Jahre zu wählen. Demokratie muss geschaffen werden, und zwar jeden Tag vom Neuen. Und Demokratie, es geht darum, auch wenn sie nicht Intellektuelle sind, allen Bürgerinnen und Bürgern, auch wenn sie keine Künstler sind, ihnen eine Stimme zu geben in ihrer eigenen Stadt, damit sie einen Geist Europas schaffen können oder den Geist eines EU-Europas. Und in diesem Programm kommt es etwas zu kurz, wie ich finde. Es sollte intensiviert werden. Es soll ein echter demokratischer Dialog zuerst auf lokaler Ebene und dann auf europäischer Ebene geschaffen werden. Denn die Menschen haben das Gefühl, dass ihnen zugehört wird. Und dann haben sie das Gefühl, dass sie Mitautoren sind, mitverantwortlich. Und dann haben die Menschen von SO for Europe nicht das Gefühl, dass ihnen alles gehört. Vielen Dank. Könnte ich vielleicht nun Eva Rosenberger fragen, hier ein paar Worte zu sagen, und dann Eva Klusch. Ich denke, diese Bürgerbeteiligung ist ein Schlüsselbegriff für Ihre beiden Ansätze. Eva zuerst. Vielen Dank. Ich würde hier weitermachen, was Aaron gerade gesagt hat. Zuhören. Ich habe den ganzen Tag zugehört, was wir hier gesagt haben, und ich höre hier bestimmte Begriffe von unten nach oben. Handlungen, Handlungsbereitschaft und eine Grenze zwischen Politik und Kultur oder Kunstschaffenden, Kulturschaffenden. Ich würde hier vorschlagen, dass wir vielleicht eine neue Begriffe schaffen, nicht von unten nach oben. Wenn ich Bürgerbeteiligung höre und Projekte höre, so hört es sich so an, als reden wir über das, was weit weg ist. Aber wenn diese Bürger etwas anderes sind als wir, und wenn wir zum Beispiel ein Gebiet nehmen in einer Stadt, wer lebt in diesem Gebiet? Es ist der Bürgermeister zum Beispiel, die Parlamentsabgeordnete, Lehrer, Polizeikräfte, also es ist jeder. Und von dieser Perspektive aus würde ich doch bitten, dass wir konkret werden. Und jeder von uns sollte zurück nach Hause kommen und sich angucken, was dort passiert. Was wir nämlich ohne Geld machen können, ohne Haushalt, ohne jetzt an die Krise zu denken, irgendeine Krise, Finanzkrise, Wirtschaftskrise, wir brauchen Werte für uns selbst zunächst einmal. Was meine ich damit? Wir sind ja freie Europäer, wir sind verantwortungsvolle Europäer, und wir müssen ja jeden Tag unseren Haushalt schmeißen, und wir üben diese Werte aus. Und zunächst einmal zu sagen, ja, seien Sie doch offen gegenüber Ihrem Nachbar. Wer lebt denn überhaupt Tür an Tür mit Ihnen? Oder vielleicht können Sie ja eine andere Sprache lernen, die Ihr Nachbar spricht, oder einige Wörter aus dieser Sprache und so weiter. Also seien Sie nicht ignorant. Und indem Sie das tun, wenn man wieder in unserem tagtäglichen Leben zurückkehren, was auch immer unsere Berufe sind, werden wir schon sehr vieles erreicht haben. Denn diese Perspektive, dass wir etwas tun, gemeinsam tun, nicht einfach nur, wer was tun sollte, sondern wir tun Dinge gemeinsam. Denn unsere Stadtgebiete oder unser Stadt, unsere Region, wir sind genauso betroffen von den Umwelt- oder Klimawandel oder irgendwelchen anderen Problemen oder Angelegenheiten. Wir müssen also einfach nur gemeinsam handeln. Und in Riga, im Programm 2014, haben wir verschiedene Plattformen und Projekte, um den Menschen zu helfen, hier Impulse zu geben und diese Werte sich zu vergegenwärtigen. Und wir haben die europäischen Kulturhauptstädte. Wir hatten eine lebende Kette von Menschen, die in der nationalen Bücherei gestanden sind. Und diese Kette ging über 3 Kilometer. Und sie standen dort mehrere Stunden lang im Winter
als Bücher gebracht wurden von einer Bücherei in die anderen. Und wir haben das mit Freunden gemacht, mit anderen Menschen aus anderen europäischen Ländern, um zu zeigen, dass wir eintreten für Werte, Wissen, das Lesen von Büchern und so weiter. Um hier also zum Ende zu kommen, weil andere Menschen ja auch gern sprechen möchten. Gestern habe ich einen estnischen Schriftsteller gelesen und worüber er geschrieben hat, ist, dass das Böse floriert. Kluge Menschen handeln nicht. Gute und kluge Menschen, sie schweigen. Vor einigen Stunden habe ich in der Zeitung gelesen, dass das Neue Theater in Riga die Aufführung in russischer Sprache abgesetzt haben. Das war ihre Antwort auf das, was in der Ukraine vorgeht. Auch wenn man hier keine Analyse vorzieht der Großmächte, die dort involviert sind, wir müssen immer daran denken, dass wir ein freies Europa sind. Es gibt auch immer einen menschlichen Faktor. Und wir dürfen niemals ignorant sein. Vielen Dank dafür. Vielen Dank. Herr Bob aus Cluj, dieser menschliche Faktor, dieser Raum für Teilhabe und Interaktion zwischen den Bürgern und ihrer Regionen in den Städten, wie sehen Sie das? Sind das Schlüsselbereiche für Sie? Drei Kommentare, fünf Vorschläge in drei Minuten. Zunächst einmal. Jemand sagte, dass Politik immer lokal ist. Und ich glaube auch, dass Kultur auch immer lokal ist. Die Kultur ist immer lokal, denn auf lokaler Ebene sind die Bürger und wir sollten uns darauf konzentrieren. Zweitens, jeder stimmt zu, dass die Kultur eine Rolle zu spielen hat. Man muss hier aber effizient und pragmatisch sein. Wir brauchen Vorschläge, wie ich sagte. Sehr gut gemacht, das ist besser als besser gesagt oder gut gesagt. Also wir brauchen konkrete Vorschläge, das wäre besser. Drittens, wir brauchen die Kultur, genauso wie wir die Wirtschaft brauchen. Wir haben jetzt die Krise, jeder redet über die Arbeitsplätze, Defizit, Haushalte, aber wir müssen auch verstehen, dass es die Menschen etwas angeht. Die Kultur bedeutet ja auch Arbeitsplätze. Und ich habe hier Daten aus dem Jahr 2016, als Barroso gesagt hat, 2,6% des BIP kommt aus kultureller Tätigkeit. Also ja, Kultur stellt Arbeitsplätze. Und wie können wir diese Arbeitsplätze sichern? Ich habe hier einige Vorschläge. Mein Ziel ist es, den Zugang zu erhöhen zu Kultur und auch den Haushalt für kulturelle Tätigkeiten zu erhöhen. Wie können wir auf nationaler, regionaler, lokaler Ebene das bewerkstelligen? Ein Vorschlag wäre es, im Hinblick auf Empfehlungen, ich empfehle jeglicher aller nationalen Regierungen, Wettbewerbe zu haben um die Kulturhauptstädte. Um teilzunehmen, muss man einen nationalen Wettbewerb haben. Was heißt das? Jede Stadt, die interessiert ist, teilzunehmen, das heißt, als Bürgermeister habe ich die Verpflichtung, hier mehr Geld in die Kultur zu lenken, wenn ich diesen Rahmen habe, wenn ich teilnehmen möchte. Und gleichzeitig muss man dieses Programm benutzen mit anderen Projekten und man muss sie beide zusammenbringen im Hinblick auf europäische Wettbewerbe. Man muss Jobs schaffen durch Kultur. In meiner Stadt habe ich die Möglichkeit, das europäische Geld zu nutzen, um ein Zentrum für kreative Künste zu schaffen. Das heißt Arbeitsplätze für kulturelle Entwicklung. Wir haben auch Nichtregierungsorganisationen, die zum Beispiel bestimmte Techniken verbreitet haben. Teilhabe und der Haushaltsprozess. Es ist Teil der Entscheidungen, wie das Geld ausgegeben wird. Man hat zum Beispiel 5 Millionen Euro im Gebiet und sie müssen sich entscheiden, wie sie das Geld ausgeben. Also praktisch, kulturell, Infrastruktur und so weiter. Es ist ein sehr komplexer Prozess, aber die Menschen spüren dann, dass sie zu diesem Prozess gehören. Ich
baue alte Bauwerke auf aus der Vergangenheit, industrielle Komplexe zum Beispiel für kulturelle Events. Es bringt auch Geld ein, es ist sehr nützlich, es tut der Stadt gut. Fünftens, ich habe ein europäisches Zertifikat vorgeschlagen für die Menschen, die 18 werden. Ich versuche denen zu erklären, dass sie nun wählen können und sie sind europäische Bürger. Und ich sage ihnen, was vor der EU war. Wir hatten Visa, wir hatten Grenzen, wir haben verschiedene Währungen und wir konnten nicht einfach frei reisen. Und es ist sehr wichtig, ihnen zu erklären, ja, wir haben jetzt die EU. Es war nicht immer so, Sie können das ja nicht verstehen, dass man für die Demokratie kämpfen sollte. Und last but not least, Stephen Green hat etwas sehr Wichtiges erwähnt. Wir sollten sehr vorsichtig sein, wenn es um die Wahlen geht. Wir sollten Populisten bekämpfen, denn wenn nicht, wird die Sichtweise der Kultur nicht die europäische Kultur betreffen. Wir sollten den Traum von Europa nicht aus den Augen verlieren. Und diese Wahlen sind entscheidend für die Zukunft von Europa und die Zukunft der Kultur. Und wenn wir die Nachkriegszeit hatten, jetzt haben wir quasi die Nachmauerzeit, wo die Kultur ein bindendes Glied sein sollte in der EU, wie Barroso heute gesagt hat in seiner Rede. Herzlichen Dank. Wir freuen uns, dass wir im Prozess der dauernden Zusammenarbeit mit Ihnen sind. Es gibt viele Themen, die sich wirklich nicht unbedingt lösen lassen, aber in der Zusammenarbeit gut angehen lassen zwischen der Stadt Berlin und Klausenburg. Vorgekommen und ist natürlich eine sehr wesentliche Mittlerfunktion von vielen, natürlich auch aus finanziellen Gründen gesucht, aber es geht ja eigentlich auch um eine ganz andere Vermittlung, die ja auch sogar vielleicht ohne Geld manchmal möglich ist. Ja, wir hoffen, es geht weniger um die finanzielle Vermittlung, um die finanziellen Dinge, sondern um die Kooperation. Das Goethe-Institut hat im vergangenen Jahr eine Umfrage gemacht, eine Europa-Liste, an der 22.000 junge Europäerinnen und Europäer teilgenommen haben. Und Kultur war der Begriff, mit dem Europa am meisten assoziiert wird. Und das hat uns doch sehr glücklich gestimmt. Und das ist doch, zeigt doch, dass die kulturelle Seele Europas lebt. Aber ich denke, dass sie massiert werden muss und gestärkt werden muss. Wir dürfen nicht vergessen, dass wir über Kultur sprechen. Wir dürfen aber auch nicht vergessen, dass auch die, die gegen Europa sind, Kultur in ihren Diskursen verwenden. Also Anti-Europäer, die von der Überfremdung von Kultur sprechen. Also da ist auch ein gefährlicher Aspekt dabei, der mehrmals genannt wurde. Wie muss Kultur aus meiner Sicht aussehen, wenn sie zur treibenden Kraft hinter der europäischen Integration werden soll? Der erste Punkt, der ebenfalls mehrmals gefallen ist, Vielfalt, Vielfalt, Vielfalt. Jede Kulturförderung, ob sie auf lokaler, föderaler, nationaler oder EU-Ebene stattfindet, muss diese Vielfalt, Freiheit der Kunst zulassen und fördern. Ich schrecke deswegen auch immer ein bisschen zurück vor dem Punkt zentrale EU-Kulturpolitik. Ich fand die Äußerung von Rebecca Harms dazu heute Morgen sehr treffend. Ich finde aber so eine Konferenz sehr nützlich. Und Herr Hasemer, ich denke, Sie haben sehr viel damit erreicht, dass diese Leute heute hier waren und diskutiert haben. Ich glaube nicht an eine Agenda, wo man abhaken kann. Also man sagt, das ist unser Ziel und nächstes Jahr haken wir das ab. Aber ich glaube an das Gespräch, das stattgefunden hat und glaube auch, dass das im nächsten Jahr stattfinden sollte. Der zweite Punkt, wir müssen Kulturprojekte machen, wo Vertreter mehrerer Länder teilnehmen. Und ich glaube, da wäre auch eine Rolle für die EU stärker zu fördern. Ich habe 5 Jahre in Kiew gearbeitet, 5 Jahre in Kairo und 5 Jahre in Moskau. Das heißt, an allen diesen Orten, die heute genannt worden sind, diesen Hotspots habe ich gearbeitet. Und wir sind wirklich in einer Wertediskussion.
Wir haben da Projekte gemacht, wo wir Comics für Toleranz, viele europäische Comic-Künstler mit russischen Comic-Künstlern zusammengebracht haben zum Thema Toleranz, ein sehr spannendes, auch manchmal gefährliches Thema. Wir haben Tanz gefördert durch Co-Produktionen. Ich glaube, dass wir über solche Programme Werte vermitteln und ich glaube, dass hier auch eine Möglichkeit ist, dass die EU solche Begegnungen, die wirklich einen europäischen Charakter haben, fördert. Und deswegen fand ich sehr gut, was Guy Verhofstadt heute gesagt hat. Mehr Geld würde schon sehr viel lösen. Der dritte Punkt, was das Lobbying betrifft, bin ich der Meinung, wir sollten die Netzwerke noch stärker aktivieren. Soul for Europe ist ein Netzwerk, EUNIC, Vereinigung der Nationalen Kulturinstitute, More Europe, ein Netzwerk, das sich für die Kultur in den Außenbeziehungen der EU eingesetzt hat, ist ein Netzwerk. Ich glaube, wenn diese Netzwerke und viele andere auf unterschiedlichen Ebenen den Punkt der Kultur immer wieder in den politischen Prozess einbringen, können wir Erfolg haben. Und der vierte Punkt, Emotion. Emotion ist das, was vielleicht unserem Narrativ fehlt. Und Emotion entsteht durch Kunst. Und über diese Emotion müssen wir kommunizieren. Und ich glaube, das ist die Aufgabe. Vielen Dank. Nur schnell zum Ablauf. Doris Pack hat vorhin gesagt, sie hat eigentlich schon im Wesentlichen das gesagt, was sie zum Schluss sagen wird. Auch Katrin, ich glaube, wenn wir euch eine Viertelstunde geben, reicht das zum Abschluss nachher? Gut, dann können wir noch 20 Minuten jetzt dranhängen. So, Happy faces around the room. Glückliche okay. Gesichter im ganzen Saal. Herzlichen Dank, Herr Ebert. Ich wollte mich zwei Rednern zuwenden oder Beteiligten, die noch nicht reden konnten. Vielmehr, sie kommen aus Städten von der nationalen Perspektive. Das erste ist Marlene Treve. Sie vertritt die Stadt Sofia. Und das ist die Erkenntnis nochmal der Bürgerbeteiligung, etwas, was von großem Interesse für Sie ist im Verlauf dieser Kandidatur für die Europäische Kulturhauptstadt. Ich werde Bulgarisch sprechen, meine Kollegin wird mir beim Dolmetschen helfen. Гражданите са активни, гражданите искат да участват и те търсят активния диалог. So the current situation in my own Die derzeitige Situation in meinem Heimatland, aber auch in Bosnien, in der Ukraine, in anderen Ländern zeigt, dass die Bürger aktiv sind. Sie wollen einen Beitrag leisten, sie wissen, was sie sagen wollen. Представителите на политиците трябва да търсим активния диалог с гражданите. Die soziale Polarisierung, im Besonderen in den großen Städten, wird immer schärfer ausgeprägt. Wir als Politiker müssen sorgfältig zuhören, was die Besorgnisse der Bürger sind. Hauptfrage ist, wie wir die Bürger beteiligen können, wie wir sie aktivieren können, wie wir ihnen zuhören können, um eine Zusammenarbeit zu erreichen. Eines der erfolgreichsten europäischen Projekte ist die Kulturhauptstadt Europas, natürlich. Diese Initiative ist ein starker Faktor für die Mobilisierung bürgerschaftlicher Beteiligung. Das funktioniert, um Bürger auf Wandel einzustellen. Wir haben
Wenn auf der politischen Ebene das eingerichtet ist, dann wir haben Foren, wir haben die politische Debatte, wir haben die politischen Instrumente, aber es ist dennoch nicht ganz klar, wie wir das weiterentwickeln können und die Kommunikation stärken können zwischen den Bürgern und den Institutionen. Kultur ist ein ganz wichtiger Faktor, wie auch die Kunst für die Stärkung des Dialogs und den Abbau der Hürden in der Kommunikation. Ich gebe Ihnen gleich ein Beispiel. Vor 10 Jahren ist unser Land in 10 Verwaltungsbezirke aufgeteilt worden, aber die haben nicht wirklich funktioniert. Also es funktioniert nicht effektiv, die 10 Regionen, die wir jetzt in Bulgarien haben. Als Sofia sich bewarb um die Funktion der europäischen Kulturhauptstadt, dann wurde das von überall unterstützt, von den Städten, von den Bezirken. Wir arbeiten als Region mit dem Umfeld zusammen. Es gab über ein Jahr lang regionale Kooperation zwischen den verschiedenen Städten, den verschiedenen Kunstinstitutionen in Bulgarien, und das hat sich von den Bürgern her entwickelt. Kultur wird ein lebendes Labor der sozialen Kommunikation. Wir können feststellen, dass das Tag für Tag so ist. Zum Schluss etwas anderes. Die Migration der Menschen ist nicht das Hindernis, nicht die Gefahr. Das ist eine neue Chance. Ich bin überzeugt, die neue Vision von Europa bedarf der kulturellen Diversifikation, der Vielfalt. Es sollte eine Vision sein für ein gemeinsames Europa, eine gemeinsame Kultur in Europa. Danke. Thank you very much. Okay, so we've now. Sorry? Gut, das heißt. Sorry. Herzlichen Dank. Danke, Juri. Ich frage mich, könnte ich mich Hanjo Hittinen zuwenden? Vor dem Hintergrund der Diskussion, Sie haben ein nationales Projekt, wir haben von den Außenbeziehungen gehört, von anderen nationalen Stimmen haben wir gehört. Und jetzt bottom-up, dieses Narrativ von unten nach oben. Wie sehen Sie die nationale Kulturgeschichte? Wie passt die rein? Wie könnte sie mitspielen? Ich freue mich sehr, hier zu sein. Danke. Ein Programm für die Jahrhundertfeier in Finnland aufzubauen. 2017 ist ein großes Thema. Ich habe das schon angesprochen. Das Erste ist, wie üben wir Druck auf die Politiker aus? Wie machen wir die Politiker tanzen? Die finnische Regierung veranstaltet die Feierlichkeiten und man muss Menschen mitnehmen. Das ist die Schlüsselfrage. Ich habe viel aus diesen Diskussionen hier mitgenommen, viel gelernt. Es geht um Zusammenkunft, es geht um Beteiligung in der Zivilgesellschaft. Wie nehmen wir die Bürger mit bei der Programmentwicklung? Für Staaten alleine ist das nicht zu schaffen, für Regierungen. Sie brauchen die Zivilgesellschaft. Zum Zweiten, wie entwickelt man Kultur? Wie entwickelt man die Wirtschaft? Wie entwickelt man Programme? Ohne Kultur ist das nicht möglich. Also,
Wie entwickelt man den Wohlfahrtsstaat ohne Kultur? Geht nicht. Geht gar nicht. Man braucht die europäische Kultur, grundlegende Strukturen und Werte. Und zum Dritten, was wir wirklich fördern wollen, mithilfe der 100 Jahre finnischer Unabhängigkeitsfeier als Mitglied der EU seit 20 Jahren. Warten wir, bis wir eine Geburtstagsfeier ausgerichtet kriegen von der EU? Nein, ist eine Frage, okay. Klingt ein bisschen trickreich. Befördern wir Diversität, Vielfalt? Befördern wir etwas, was wirklich finnisch ist? Danke. Zu dem Punkt, höchst interessant, in welchem Umfang wäre eine laufende Zusammenarbeit wie eine Berliner Konferenz nützlich sein für Sie? Es ist ein Prozess. Es ist wunderbar, Teil zu sein der europäischen Familie. Die Konferenz mit Kulturschaffenden und Politikern ist hoffnungsvoll. Ich bin mitten dazwischen. Einen Tag arbeite ich mit Künstlern, am anderen mit Politikern. Wir haben keine gemeinsame Sprache. Das stimmt. Wir brauchen eine Verdolmetschung zwischen Politikern und Künstlern. Und das streben wir an. Wir brauchen das Werkzeug. Herzlichen Dank. Werkzeug ist etwas, was Soul for Europe entwickelt, bei der Berliner Konferenz und anderswo. Wir kommen zum Ende dieser Runde. Drei Beteiligte noch und dann schließen wir. Nicola ist einer, er sitzt hier hinter mir. Und natürlich, Sie waren verantwortlich für das Forum Lyon, das eine Stadt verbunden hat mit einer Metropolenregion, einer viel größeren Region. Erzählen Sie uns etwas darüber, wie Sie dieses Werkzeug für nützlich befanden. Ich spreche vom Forum, aber gestatten Sie mir vorher zu sagen, warum wir als Theater uns entschieden haben, das Forum Lyon zu organisieren. Was wir gelernt haben vom Theater, so wie wir das organisieren, sind die Grenzen zwischen Fantasie und Realität. Fantasie ist ein Ort, wo alles möglich ist. Man muss nur einen Weg finden, es sichtbar zu machen, in der Wirklichkeit. Im Theater lernt man, wie man eine Botschaft formt, wie man eine Geschichte erzählt und wie man sie dem Publikum darbietet. Man trifft auch die anderen. Man lernt, mit den anderen auszukommen. Man lernt, zu lesen, zu beobachten, zu analysieren. Also für uns ist der Theater ein Ort des Austauschs zwischen Schauspielern und Zuschauern. Es ist ein Ort, wo man etwas entwickelt, wo man etwas überträgt, etwas gemeinsam nutzt, und zwar gemeinsame Werte nicht zuletzt. Und das streben wir an, abgesehen jetzt vom Theater, mit dem Forum in Lyon, wie wir zusammen mit Kollegen aus dem Kulturbereich etwas zusammentun und etwas in Beziehung mit den Politikern schaffen. Das ist absolut erforderlich für uns, angesichts der Tatsache, dass Lyon europäische Metropole werden wird. Und derzeit ist es eher eine Aufgabe für Politiker. Aber es ist so gut organisiert, wissen Sie. Es ist kein Konsultationsprozess, kein wirklicher. Wir meinen, wir sollten unseren Kollegen helfen, insgesamt, um Botschaften weiterzuleiten und den Politikern näher zu bringen, so wie wir das im Theater sonst auch schaffen. Danke. Von großer Bedeutung, Nicola. Sie sind ja seit einiger Zeit in diesem Prozess. Wir hatten schon Zusammenkünfte in Lyon. Das zeigt doch, wie vielleicht man weitermachen muss, trotz Schwierigkeiten, trotz Problemen. Wenn man wirklich dranbleibt an den Themen, dann kann man auch anfangen, sie zu überwinden. Und Sie haben jetzt das zweite echte Forum. Das ist ein sehr großer Erfolg in Lyon. Ich möchte mich zuwenden nun euch beiden, Toss und Wilkins. Irgendwo sind Sie in der Mitte. Sie sind Stiftungen, Herr Toss und Herr Wilkins. Sie arbeiten für verschiedene Gründe als Stiftungen. Aber die Fragen, wie kann
das ist ja hier präsentiert worden den ganzen Tag über. Wie passt das zu dem, was Sie tun? Wie können wir enger zusammenarbeiten mit den engagierten Europäern oder mit Ihren eigenen Stiftungen? Was würden Sie vorschlagen als das Kontinuum in dem Instrumentarium der Zusammenarbeit? Wir sprachen von Kommunikation, wir sprachen von gemeinsamer Entwicklung von Projekten. Was sind Ihre Bedürfnisse, was sind Ihre Überlegungen oder Ihre Angebote für einen solchen Prozess, wer auch immer beginnen will? Big question. Große Frage. Wir haben kurz angesprochen, was unsere provisorischen Schlussfolgerungen aus der Konferenz sind. Und ich muss sagen, einer der interessantesten Punkte ist nicht so sehr angesprochen worden, spielt aber eine große Rolle in unserer Stiftung und in unserem Kreis Engaged Europeans. Das ist nämlich, wie wir nationale Silo-Denken aufbrechen können, dieses Schubladendenken. Ischinger sprach das an in seiner Rede. In der Krise hatten wir etwas. Wir hatten den Rückzug in die nationale Diskussion. Wir hatten eine europäische Krise oder eine Krise des Euro, die zur europäischen Identitätskrise wurde. Und wir haben das aber immer diskutiert von der deutschen Perspektive oder von der griechischen oder der spanischen Perspektive. Wir hatten eine deutsche Diskussion, eine spanische über Europa, aber wir haben nicht wirklich miteinander gesprochen. Wir haben nicht wirklich ein Gespräch geführt zwischen Deutschen und Griechen, abgesehen von Frau Merkel und ihrem Amtskollegen. Wir wissen nicht genau, wie das dann letztlich ablief. Also soll heißen, wir sollten alle Ansätze unterstützen, wie wir nationales Schubladendenken aufbrechen können. Und Ischinger hat richtig gesagt, wir müssen uns Gedanken machen über innovative Ansätze, wie wir helfen können, eine europäische Öffentlichkeit zu schaffen. Ich schaue mir das schon geraume Zeit an. Und ich habe mich fürs Positive entschieden, im Sinne von einer self-fulfilling prophecy. Und ich habe verkündet, wir leben in den Zeiten der hohen Zeiten des europäischen Demos. Die Krise war Katalysator. Wir diskutieren die gleichen Themen, Jugendarbeitslosigkeit, die Bankenkrise, die Boni für Banker, Steuerhinterziehung und solche Themen. Immer noch nationale Themen, aber wir diskutieren bereits die gleichen Themen. Das ist der Punkt. Und wir haben die Medienkrise oder sowas ähnliches. Manche sehen es als eine Medienchance. Die Medien müssen sich selbst neu erfinden. Vielleicht gibt es die Chance, sich als europäische Medien neu zu erfinden. Und zum Dritten. Es gibt eine gewisse Spekulation. Ich meine, das Sprachenthema wird in der Zukunft kein so großes Problem sein werden. Sie werden mich alle kritisieren, aber ich weiß, wir werden zu einem Punkt kommen, wo es digitale Übersetzungen gibt. Sehr schnell. Und letzte Woche erst war ich bei einer Konferenz und habe mit jemandem gesprochen, der Forschung für die Europäische Union zu dem Thema führt. Und der sagte, bis zum Jahr 2020 wird alles online simultan übersetzt werden in sehr guter Qualität. Und wir werden rumlaufen mit etwas im Ohr, einem kleinen Knopf im Ohr und können das dann parallel uns übersetzen lassen. Das ist nicht ideal. Wir wissen, es gibt sehr viel kulturelles Erbe, das da eine Rolle spielt, aber es hilft, eine öffentliche Sphäre zu schaffen, die wir Europäer dann auch genießen können, indem wir uns besser bewegen können, nicht nur sprechen können über die gleichen Themen in nationalen Schubladen, nein, auf europäischer Ebene europäisch sprechen können. Das ist das große Ding, auf das wir uns kaprizieren müssen. Ich meine, zum Schluss, als Schlussbemerkung, bevor Herr Toss etwas beiträgt, ich meine, wenn wir uns die Öffentlichkeit in Europa anschauen, dann spielt die Kultur eine viel treibendere Rolle als die Politik. Die Politik hinkte hinterher. Wir haben gesehen, das Europäische Parlament wird jetzt viel politischer werden. Es gibt den Wahlkampf, europäischen Wahlkampf. Aber seit Jahrzehnten war das ja einfach nicht der Fall. Die Kultur, Sport, selbst Wirtschaft war mehr europäisch, hat viel mehr europäisch gehandelt als die Politik. Sprechen wir also jetzt über Politik und Kultur, dann sollten wir zugeben,
dass die Kultur in der Tat treibender Faktor ist und die Politik hängt hinterher. Also manchmal ist das hier anders angeklungen. Ja, vielleicht ergänzend dazu, ich spreche jetzt mal auf Deutsch, nachdem ich ja schon am Anfang mein Broken School English demonstriert habe. Ja, die Kultur ist nicht per se das gute, wahre, schöne. Es wurde schon angedeutet, im Namen der Kultur wurden gerade im 20. Jahrhundert viele Kriege geführt, Verteidigung nationalen, kulturellen Identität und so weiter. Wir müssten also uns vielleicht erstmal klar werden, welche Kultur wir meinen. Und Kultur ist nicht automatisch Kunst und Kunst ist auch nicht automatisch Kultur. Also ich denke, wenn man sieht, wie Kultur im nationalen Kontext heutzutage missbraucht wird und Kultur ist im Unterschied zur Kunst, die immer radikal, individuell und auch elitär sein muss, ja, ist ja Kultur immer etwas Kollektives, beruht auf einem kollektiven Konsens und ist irgendwie mehrheitsfähig, identitätsstiftend und so weiter. Also wenn man sieht, wie Kultur mittlerweile im nationalen Kontext auch in Europa missbraucht wird, sehe ich also eine genuine Aufgabe von EU-Förderungen darin, was auch Frau Pack gesagt hat, dass man in diesen vermeintlich nationalen kulturellen Projekten das Europäische sichtbar macht. Einfach, es gibt nur Cultures in Contact. Sonst gibt es nichts. Es gibt keine isolierten Kulturen. Und das finde ich eine ganz, ganz wichtige Sache. Auch wir haben aus eigener Erfahrung ja auch die Feststellung machen müssen, dass gerade in Ost- und Südosteuropa in den Kulturministerien noch die wirklich postkommunistischen Hardliner sitzen, die ganz starke Anti-Europäer sind und sich als Bewahrer der nationalen, nationalistischen manchmal Kultur verstehen. Da sind zum Beispiel Wirtschaftsministerien viel offener und liberaler, aus gutem Grund. Und diese Lücke zu schließen, denke ich, ist eine genuine Aufgabe von EU-Kulturpolitik, auch im Sinne der Subsidiarität. Und noch ein Wort zu den Künsten. Die Künste sind nicht automatisch Kultur. Künste müssen provozieren, Künste müssen störend sein. In dem Augenblick, wo Kunst offiziell nationales Kulturgut wird, ist sie einfach nur noch schön. Und damit ist ihr der Stachel gezogen. Und ich finde, wenn wir hören, dass eine Noemi Kiss in ihrem Land keinen Ansprechpartner hat, nicht veröffentlicht wird, dann finde ich, gibt es auch da einen Bedarf, den können vielleicht eher Stiftungen dann diesen Part übernehmen. Aber solche Künstler, solche Literaten muss man fördern. Und es kann nicht sein, dass man dann sagt, okay, ungarische Schriftstellerinnen müssen in Ungarn gefördert werden. Wenn es dort keine Förderung gibt, geht uns das nichts an. Es gibt viele Beispiele aus anderen Ländern, auch was Künstler, was Literaten angeht. Das ist auch eine ganz wichtige Aufgabe, finde ich. Vielleicht noch kann ich, weil Sie fragen, was können Stiftungen tun? Wir haben zum Beispiel in dem Kontext zusammen, Allianz Kulturstiftung und Stiftung Mercator, letztes Jahr den literarischen Rettungsschirm gefördert, also ein ESM of Literature, wo wir Literaten eingeladen haben, Europa kritisch zu beurteilen. Und das war wirklich eine Frage von Challenging Europe. Und ich glaube, da arbeiten wir weiter in der Richtung. Vielleicht darf ich noch etwas anhängen, auch in Bezug auf Minderheiten. Also wir hatten auch das erste Projekt, wo wir uns kennengelernt haben, das war bei dem Roma-Pavillon auf der Venedig-Biennale. Und es war zum allerersten Mal in dieser Geschichte der ältesten Biennale der Welt, dass Roma als Künstler eingeladen wurden, weil ihre nationalen Regierungen sie nie in die Pavillons gelassen haben. Und auch da entsteht so etwas, wo man sagen kann, ja, da können solche Initiativen wie Soul for Europe, Stiftung und die EU gemeinsam agieren. Darauf wollte ich gleich reagieren, aber wir haben, maybe Bob, Ben turns to you. We have two young, wir haben zwei Alumni, ja, ihre Alumni ja. Hier am Tisch. Und vielleicht habt ihr Lust, maybe you want to say very briefly what you think vielleicht about this day. Vielleicht wollen Sie kurz sagen, was Sie von dem heutigen Tag halten. Wenn Sie wollen. Nur wenn Sie wollen. Vor 8 Jahren saß ich hier als Vertreter des jungen Europas. Ich habe Barroso gesehen und ich habe nichts gesagt. Aber jetzt, dass Sie hier am Tisch sind, es gibt keinen Druck. War es inspirierend, war es verblüffend oder irgendwas dazwischen oder verstörend? Nur jeder einen Satz, wenn Sie wollen.
Okay, so I want to take the floor. Ich möchte mich dazu äußern, ja. Ich muss von hinten her argumentieren. Das ist jetzt so wegen der Zeit. Wir sollten etwas mehr nachdenken über das Konzept Kultur. Im allgemeinen Sinne bedeutet Kultur irgendwie alles. Wollen wir das als Begriff so sehen? Das ist eine Frage, die wir beantworten müssen. Und eingeschränkter sind Kultur und Kunst. Ich glaube, das wäre ideal, wenn die immer mit Politik zusammenarbeiten könnten, dass Kultur und Politik zusammengehen könnte. Es ist aber gleichzeitig von Bedeutung, dass Kultur und im Wesentlichen auch die Kunst auch eine gewisse Unabhängigkeit oder Autonomie genießt. Damit, wenn die politische Szene abnormal wird, also anders wird, dass man auch die Politik kritisieren kann. Was die Kunst angeht, ich glaube, es ist von großer Bedeutung, Kritik auch einzuüben. Egal ob positiv oder negativ, spielt keine Rolle. Aber kritisches Denken muss man bewahren. Wir müssen sorgfältig sind, wenn wir zu sehr in eine Richtung denken. Manchmal ist es besser, unterschiedliche Kategorien anzuwenden, wie es Kunst und Kultur und Bildung und Politik tun. Dann können sie interagieren, dann können sie zusammenarbeiten. Wenn es funktioniert und wenn nicht, gut, dann sagt man eben Ende, aus. Ich möchte auch hinzufügen, die Bildung ist von größter Bedeutung. Ich hätte das Wort lieber häufiger gehört als Politik und Wirtschaft. Bildung ist von zentraler Bedeutung. Das ist die Zukunft Europas. Wenn wir wollen, sollten wir das also auch uns auf die Fahnen schreiben. Danke. Thank you. Dankeschön. And Valentin, bitte schön. Thank you very much. So I would also like Danke sehr. Ich möchte die Chance auch aufgreifen, um mich zu bedanken bei der Allianz Kulturstiftung, dass sie uns die Möglichkeit eingeräumt haben, hier zu sein. Schlüsselfrage war Einfluss von Künstlern, Einfluss von Intellektuellen auf und in der Politik. Ich bin Research Fellow und wir werden ein Büro hier in Berlin eröffnen. Aus institutioneller Sicht meine ich, es gab einen Vorschlag, der im Europäischen Parlament diskutiert wurde. Andrew Duff hat den Vorschlag für eine Transnational Constituency von 25 Mitgliedern des Europäischen Parlaments. Ich weiß, das ist nicht letztlich erfolgreich gewesen. Es ist nicht vorgelegt worden. Es gibt Argumente dagegen. Aber eins dafür wäre, dass Intellektuelle, dass Künstler, die beteiligt sind an dieser großartigen Initiative A Soul for Europe, die könnten kandidieren auf diesen staatenübergreifenden Wahllisten. Sie könnten Wahlkämpfe viel spannender machen, wenn man sie so wählen könnte, als länderübergreifende Wahlliste. Das erwähnte die wunderbare Initiative. Politiker kommen zusammen und Bürger werden mobilisiert für die Wahlen zum Europäischen Parlament. Das ist das Thema. Und deswegen ist die Konferenz eine ausgezeichnete Initiative. Danke. Letzte Frage an Hugo, ganz kurz. Vielleicht glauben Sie, wir haben genug zum Nachdenken oder auch zum Handeln? Und meinen Sie, es ist absolut so, wie wir glauben, dass wir morgen weitermachen sollten? Was wäre Ihre Reaktion auf das, was Sie gehört haben? Also ich gebe Ihnen noch nicht das letzte Wort, die haben wir von Katrin und Doris. Nur Ihr Gefühl über das, was wir heute gemacht haben. War das die kurze Frage und Sie wollen eine lange Antwort? Oder war es eine lange Frage und kurze Antwort? Nein, ich werde das ganz kurz machen. Wir haben eine lange Tagesordnung, sehr schwergewichtige. Aber wir müssen auch ein solches Programm aufstellen. Der Zeitpunkt ist wichtig. Die Wahlen kommen jetzt zum Europäischen Parlament und wir müssen unterstreichen, dass die Arbeit, die bei der Berliner Konferenz erfolgt und seit 10 Jahren erfolgt ist, so stark ist, dass sie dem EP vorgelegt werden muss.
Es kommen ja neue Mitglieder ins Parlament und wir hoffen, dass wir unsere Agenda dort vorstellen können und dort auch einbringen können. Wir müssen die Berliner Konferenz in Zukunft auch nutzen als Referenzpunkt, dass wir die immer wieder verfolgen und nachprüfen müssen. Es lohnt sich nicht, die 10 Jahre zu wiederholen. Wir müssen neue Geschichten haben, neue Programme, neue Agenden. Das ist wichtig, um das zu unterstreichen, was wir auch erledigen müssen. Das Filmprogramm, es gibt auch andere Programme. Das Europäische Parlament hat sich ein neues Pilotprogramm für europäische Festivals vorgenommen, ein wichtiges Instrument, um etwas zu erreichen über Festivals in Europa. Mit einem neuen Programm, um Europa Wirklichkeit werden zu lassen. Also eine sehr dichte Tagesordnung, ein wichtiges Programm, aber das müssen wir aufstellen. Wir müssen damit dann auch etwas erreichen innerhalb von 5 Jahren des Parlaments. In der Zusammenarbeit mit Partnern und Initiativen wie Narrative for Europe und anderen Initiativen, die hier gesprochen haben, bottom-up, starke Momente, die auch von den Wahlen an dann erfolgreich sein müssen. Ich war, glaube ich, kürzer als Ihre Frage.